Gut. Wir werden nicht über die Kriegsgründe Russlands reden. Wir wollen auch nicht groß über die Kriegsgründe des Westens, des Vereinigten Westens reden und auch nicht groß über die Gründe, die ja auch ein bisschen auf der Hand liegen von der Ukraine, aber trotzdem sich zu bestimmen lohnen, warum es eben mit den Ambitionen, die Russland an es stellt, nicht leben kann und sich Russland dann eben sagt, dann setze ich sie halt durch und die Ukraine sagt, dann geht halt nur kriegerische Gegenwehr. Auch darüber werden wir nicht reden. Das hat folgenden Grund, weil wir uns auf Deutschland beschränken wollten. Und bei Deutschland, wir haben den Vortrag genannt, Deutschland will den Krieg. Und auf der einen Seite denkt man, was ist denn das eigentlich für ein komischer Titel? Das ist doch offensichtlich. Seit wie lange geht jetzt dieser Krieg? Seit März. Ich glaube, 25. Februar ist Russland einmarschiert in die Ukraine. Machen Politiker, deutsche Politiker, nach einer, wenn man so will, nach einer Anlaufzeit, kein Hehl draus, dass das, was die Ukraine an Gegenwehr vermag, steht und fällt damit, mit den Waffenlieferungen und dem Geld, das die Ukraine aus dem Westen und halt auch insbesondere aus Deutschland bekommt. Deutsche Politiker geben damit an, dass sie wesentliche Beiträge zu diesem, zu dem, dass die Ukraine überhaupt den Krieg führen kann, leistet. Und Politiker betonen, wenn sie danach gefragt werden, dass die militärische Selbstbehauptung gegen Russland von Seiten der Ukraine ihre Sache ist. Das ist nicht nur die Sache der Ukraine, sondern auch ihre Sache. Aber dennoch, und vielleicht geht es euch ja im Publikum auch so. Vielleicht habt ihr euch auch angestoßen an diesen Titel, ganz anders komisch gefunden jetzt wie ich, nämlich als eine Provokation. Was soll das? Deutschland will den Krieg, was soll das? In der deutschen Öffentlichkeit gibt es so eine Behauptung wie unsere Überschrift, Deutschland will den Krieg. Also ein Quatsch. Das sind Spinner, die sowas sagen. Die sind verblendet. Und wenn man ihnen übel will, sagt man gleich, bezahlte Marionetten von Putin. Und was ist da das Argument? Da wird gesagt, ja, wer Deutschland einen Kriegswillen nachsagt, da hört jeder, wenn man Deutschland einen Kriegswillen nachsagt, da deutet sich eine Kritik an. Das hört jeder raus, das ist klar. Und da wird gesagt, na, das ist doch nicht Deutschland, der das den Krieg will, sondern das ist Putin, der den Krieg will. Noch Fragen? Für die Öffentlichkeit ist die Affäre erledigt damit, naja, Putin will den Krieg. Ist ja auch einmarschiert, hat angegriffen. Der Ukraine und eben dann auch ihren Unterstützern, also auch Deutschland, ist dieser Krieg aufgezwungen worden. Deutschland folgt doch mit den Wirtschaftssanktionen und eben der militärischen Unterstützung der Ukraine doch nur lauter höheren Verpflichtungen, einer selbstlosen Verantwortung gegenüber der Ukraine, gegenüber der internationalen Staatenordnung und damit gegenüber der ganzen Welt. Und wie da argumentiert wird, ist bemerkenswert, weil dieser Hinweis, der Putin ist es doch, der den Krieg will, der ersetzt im öffentlichen Bewusstsein und verbietet geradezu die Frage, warum Deutschland sich eigentlich an diesem Krieg beteiligt. Und schon das Festhalten dessen, dass Deutschland, ja, wenn es eine kriegführende Partei unterstützt,
also offenbar will, dass dieser Krieg geführt wird. Insofern offenbar ein Interesse daran hat, dass dieser Krieg geführt wird. Das gilt schon als, es geht nicht, so zu denken, so zu reden. Gefordert ist eine unbedingte Parteinahme für die Befähigung der Ukraine zum Krieg, an der sich schon die Frage danach blamiert, warum Deutschland sich an diesem Krieg beteiligt, also ihn will. Ich will jetzt an Stellungnahmen, die dann auch in der Öffentlichkeit von Politikern oder von aufgeweckten Journalisten gegeben werden, Stellungnahmen dazu, nicht warum Deutschland diesen Krieg will, sondern warum Deutschland die Ukraine unterstützen muss, also nicht will, sondern muss, warum das unbedingt sein muss, warum das eine Verpflichtung ist, will ich zeigen, dass man diesen Stellungnahmen erstens entnehmen kann, dass die Begründungen, die da drin stecken, Quatsch sind, nicht, also mir nicht einleuchten, und zweitens selber deutlich machen, dass von wegen Deutschland folgt da einer Verpflichtung, wo es gar kein eigenes Interesse hat, sondern da kommt sehr wohl raus, dass Deutschland da eigene Ambitionen in der Ukraine, mit der Unterstützung der Ukraine verfolgt. Das will ich an, habe ich mir drei Sachen rausgesucht. Ich weiß, das ist rausgesucht, ja, aber es soll exemplarisch sein. Wenn ihr meint, ich habe da was unterschlagen, was Wichtiges, dann nur raus damit, dann können wir da auch drüber reden. Also die erste Stellungnahme geht so, also warum muss Deutschland der Ukraine helfen oder die Ukraine unterstützen? Da wird gesagt, Putin hat die Ukraine ja angegriffen und deswegen muss man helfen. Deswegen muss Deutschland da mit Waffenlieferungen zur Hilfe ein. Merkt man schon, dieses Angreifen, Putin hat angegriffen, ist schon das ganze Argument. Da ist gar nicht mehr die Frage, wieso greift denn der eigentlich an? Was verfolgt denn der in der Ukraine? Was stört denn Russland und den russischen Staatsführer? Was stört denn den eigentlich so an der Ukraine, dass er sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich marschiere da ein? Also warum Russland meint, die Ukraine gewaltsam korrigieren zu müssen, mit eigenem Militär für Verhältnisse zu sorgen, die Russland passen. Davon wird abgesehen. Wo wird denn hingesehen? Naja, Putin ist der Böse. Alles klar, hat angegriffen, alles klar, mehr braucht man nicht über ihn wissen. Er ist der Böse. Bei der Ukraine, umgekehrt, ist angegriffen, also Opfer, also gut. Deswegen verdient sie ja Unterstützung, diese Gleichung. Auch da, wenn man mal überlegt, ja, auch das könnte man sich überlegen, was verteidigt denn da die Ukraine, wenn sie sich verteidigt? Was ist denn das? Ja, könnte man sich mal überlegen, was das über die Verhältnisse dort aussagt. Aber vor allem, wenn man mal überlegt, was ist denn dann, wenn die Ukraine sich verteidigt? Weil dabei soll man ihr ja helfen. Ja, dass da die Ukraine, jetzt mache ich mal einen Vergleich, genauso zynisch wie Russland mit Menschenleben kalkuliert und sagt, ja, meine eigenen Bürger, ob sie sich freiwillig melden oder ob ich sie halt einziehe, die werden ins Feld geschickt und müssen für mich als Staat ihren Kopf hinhalten. Die haben den Auftrag, fremde Leben zu vernichten, fremde Soldaten zu töten, und zwar möglichst viele davon, damit halt der Aggressor zurückgeschlagen wird. Und dafür haben sie selber ihren Kopf hinzuhalten.
Also, wenn man mal so will, verteidigen heißt allemal, dass die Ukraine, also der ukrainische Staat, die ukrainische Regierung, wie die russische Regierung, bei ihrer Selbstbehauptung über Leichen geht. Ja, wie gesagt, auch davon interessiert nicht. Also man hat das Bild vor sich, das Böse greift das Gute an. Deswegen ist Helfen dran. Jetzt geht dieses Bild weiter. Nämlich, was ist jetzt Deutschland? Ja, wenn man es mal ein bisschen, ach Gott, die Frau Baerbock sagt das öfters mal so. Uns, Putin geht es darum zu töten, uns geht es darum, Leben zu retten, Menschen zu retten. Das ist so, also uns geht es um Leben retten. Ja, wie denn? Ja, durch Waffenlieferungen. Ja, was heißt denn das? Ja, dass die Bundesregierung genauso zynisch kalkuliert, nämlich auch die ukrainischen Menschen der Selbstbehauptung des ukrainischen Staats unterordnet, indem sie eben die Ukraine befähigt, Soldaten ins Feld zu schicken. Und dann, als ob es so wäre, dass sich die Hilfe an die Ukraine aus einem Gebot ergäbe. Man muss einem angegriffenen Staat, man muss der angegriffenen Ukraine helfen. Die Debatten, die man verfolgen konnte, wofür der Melnik ja sehr berühmt gewesen ist. Nämlich, da gibt es die ukrainische Regierung, die dauernd sagt, Mensch, liefert mehr Waffen, wir brauchen mehr Waffen. Die darauf besteht, ja, wenn ihr uns helfen wollt, dann wissen wir schon, was wir brauchen. Ja, indem das, was dem Scholz laufend als Zögerlichkeit vorgeworfen worden ist, da merkt man halt, dass Deutschland, die deutsche Bundesregierung, sich das durchaus rausgesucht hat, welche Waffen sie wann liefern will. Da merkt man, sie hat ihre eigenen Vorstellungen, wie dieser Krieg zu führen ist. Von wegen, da ist man der uninteressierte Helfeshelfer von einem notleidenden Staat, dem er ausstattet, was er halt braucht, um sich zu wehren. Nein, da merkt man, der deutsche Staat setzt seine eigenen Kalkulationen bei den Waffenlieferungen in Kraft und hat also offenbar eigene Kriterien, die er an dieses Gemetzel anlegt. Also, da ist doch der Schluss dann gar nicht so schwer. Offenbar gibt es da eigene deutsche Absichten, die in diesem Krieg in der Ukraine verfolgt werden, wenn sich die Ukraine gegen Russland wehrt. Fragt sich nur welche. Da kommen wir in einem zweiten Teil drauf. Die Susanne hat es schon angekündigt, das wird sie dann übernehmen. So eine andere Begründung, die ja nicht mehr ganz an das uneigennützige Deutschland appelliert. Geht so. Man muss doch den Putin stoppen. Ansonsten ist Polen das nächste Opfer und dann steht er vor Berlin. Also unterstützen. Wieder nicht von mir der Satz. Ja, sondern das ist so eine Begründung auch wieder, warum nicht will Deutschland der Ukraine beim Krieg führen, unterstützen zur Seite stehen, sondern warum muss Deutschland da zur Seite stehen. Und da möchte ich nur mal auf eins verweisen. Dieses Argument, das kenne ich aus den russischen Medien. Und zwar durch die deutsche Presse, weil ich kann kein Russisch. Also ich lese keine russischen Medien. Nur durch die deutsche Presse. Und ich lese keine Sonderkanäle. Und das heißt, da geht es ungefähr so.
ja, wir müssen jetzt die NATO stoppen in der Ukraine, sonst stehen sie demnächst vor Moskau. Wir müssen die Russen stoppen. Nein, ich kenne das Argument, man muss den Putin stoppen. Ja, aber dieses Argument, analog, auch in Russland gibt es dieses Argument. Halt gegenüber die NATO, wo gesagt wird, ja, wenn wir jetzt nicht in der Ukraine ein Stoppschild machen, dann stehen sie demnächst die NATO vor Moskau. Kenne ich aus der russischen Presse via deutsche Presse. Und da wird gesagt von der deutschen Presse, schaut mal, was das für eine Kriegspropaganda ist. Schaut mal diese Spinner. Ja, wer hat denn vor in Deutschland, in den USA und so weiter, nach Moskau einzumarschieren? Das sieht man doch schon, was für ein Unrechtsstaat Russland ist. Und man muss sagen, sowohl die deutsche Presse, die das Argument sagt, man muss den Putin stoppen, als auch die russische Presse, muss man mal sagen, das ist einfach ein Quatsch, was die da verzapfen. Auch hier wieder kein Wort drüber, warum Russland demnächst vor Berlin stehen will. Da wird konstruiert ein Expansionswille. Einfach immer mehr, immer sich mehr ausweiten. Erst die Ukraine, dann Polen und dann eben ja, wieder Ostdeutschland oder was weiß ich, dann geht es weiter. Ein grund- und kriterienloser Expansionswille wird da konstruiert. Und nur muss man schon mal sagen, da, in dieser Vorstellung ist es überhaupt nicht ersichtlich. Ja, erstens ist es Quatsch. Ja, also sowas ist Quatsch. Also, weil Expansion, wenn ein Staat expandieren will, dann hat er einen Grund dafür. Aber in diesem, bei diesem Bild, bei dieser Domino-Theorie, ein Stein nach dem anderen fällt, da fragt man sich ja, warum tut denn der Putin nicht die Dominos in die Mongolei, dann holt er sich, was weiß ich, Usbekistan, dann Tadschikistan, sondern legt sich mit der mächtigen NATO an, wenn er sich unbedingt erweitern will. Warum das eigentlich? Also die Vorstellung, diese ist eine Konstruktion, die da als Begründung bemüht wird. Dieser Konstruktion kann man aber was entnehmen. Weil was immer Russland mit seinem Krieg in der Ukraine bezweckt, was Russland auch immer will, was Russland für Ansprüche stellen mag, das ist von vornherein als etwas gebrandmarkt, mit dem es keine Verhandlungen geben kann, sondern das ist ein Übergriff, was zurückgewiesen gehört. Und zurückgewiesen durchaus praktisch, was zum Scheitern gebracht werden muss, was man Putin nicht durchgehen lassen darf. Also, es ist die Aufforderung, die in dieser Konstruktion steckt. Man, und damit ist die deutsche Regierung gemeint, natürlich nicht alleine, sondern dann mit der geballten Macht des Westens, muss Russland aufhalten und das heißt allemal russische Macht brechen, kaputt machen, zerstören. Und auch da wieder, also das kann man noch dieser Konstruktion entnehmen, frage ich mich, wieso stört sich eigentlich Deutschland an Russland als der Macht, die was vermag? Auch dazu wird später geantwortet werden. Komme ich zum letzten Argument. Das habt ihr sicherlich schon gehört, weil das so das Prominenteste ist. Das geht weit über die Ukraine und ihr Helfen hinaus, das Argument. Das heißt, in der Ukraine gilt es, die europäische Friedensordnung zu verteidigen. Also sagt der Kanzler Scholz öfters, die Frau Baerbock sehr oft. Ja, in der Presse kann man das lesen. Und dann muss man sagen, ja, diese europäische Friedensordnung, das ist schon so eine Sache. Vorhin aus dem Publikum ist das Stichwort ja schon gekommen. Ja, Kriege sind tabu. Ja, das wird damit reklamiert.
Europäische Friedensordnung heißt, Kriege sind tabu. Na, außer die, die wir für nötig halten. Die nicht. Die sind nicht tabu. Interessant ist dabei, was die Europäische Friedensordnung erfordert. Naja, halt gewaltsame Gegenwehr. Also wenn die gebrochen ist, sagt man nicht, hat man Pech gehabt, jetzt ist die Ordnung kaputt, sondern ihr erfordert gewaltsame Gegenwehr. Also, was sie erfordert, ist Gewalt, und zwar überlegene Gewalt, die eben den Aggressor abschreckt. Und auch das ist schon eine kleine Korrektur an dem Bild. Europäische Friedensordnung wäre die Abwesenheit von Gewalt. Das wäre so die gute Ordnung, wo keine Gewalt da ist. Sondern es wird mit der europäischen Friedensordnung, wenn da gesagt wird, naja, dann muss man sie halt gewaltsam durchsetzen und dann eben ja, den Bruch nicht nur rückgängig machen, sondern am besten auch noch künftige Brüche abschrecken. Da merkt man, da ist der Gedanke, da ist die Vorstellung am Werk von sowas wie einem Gewaltmonopol, was man über Staaten hat. Also wie gesagt, nicht die Abwesenheit Gewalt, sondern das Vorhandensein von überlegener Gewalt, die andere Gewalt abschreckt. Also was in diesem Spruch, der einem so vertraut ist, selbstverständlich reklamiert wird, ist ein Gewaltmonopol über die europäischen Staaten beziehungsweise in der Umgebung Europas. Und so beansprucht Deutschland, wenn es die sich zum Verteidiger der europäischen Friedensordnung aufmantelt, beansprucht nichts Geringeres als die Definitionsmacht, darüber zu sein, nach welchen Prinzipien sich andere Staaten aufzuführen haben. Wie und wann und unter welchen Bedingungen sie Gewalt anwenden dürfen und wann nicht. Es bringt sich als Richter über andere Staaten ins Spiel, als Aufsicht über ihnen. Und wenn diese europäische Friedensordnung dadurch verteidigt wird, dass man die Ukraine militärisch unterstützt, sich gegen Russland zu behaupten, dann hilft man der Ukraine dabei, den eigenen Richterspruch über Russland zu exekutieren und Russland drunter zu beugen. Also, das sagt man richtig, das kann man dem entnehmen. Da ist die Ukraine jetzt das Instrument, mal anders ausgedrückt, das Instrument für Deutschland der Verteidigung der europäischen Friedensordnung und damit ihres Anspruchs, sich als Richter über die Staatenwelt aufzumanteln. Und da möchte ich auch ein bisschen mehr wissen, was denn der Inhalt von dieser Friedensordnung ist, unter die Russland gebeugt werden soll. Auch das wird Thema im zweiten Teil sein. Also man merkt, die Vorstellung, Deutschland wäre ein uneigennütziger Helfer, der haut schon an den Begründungen, warum sich Deutschland an diesem Ukraine-Krieg beteiligen muss durch Waffenlieferungen und Geldunterstützung und dann einem veritablen Wirtschaftskrieg. Haut schon nicht hin und zeigt, dass man da Ambitionen von Deutschland offenbar vor sich hat, denen es weiter nachzusteigen gilt. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte dazu verlieren, nämlich vielleicht brennt euch das auch die ganze Zeit schon auf den Nägeln, ein Einwand. Nämlich, ich
sag immer, ja, Deutschland hat ein Interesse an diesem Krieg und so weiter. Aber Deutschland ist doch gar keine Kriegspartei. Tun etwa deutsche Soldaten, was weiß ich, vor Kherson kämpfen? Nein. Nein. Deutsche Waffen kämpfen vor Kherson, aber nicht deutsche Soldaten. Dieser Einwand, ja, der jetzt als gar nicht als Einwand in der Presse vorkommt, weil die hat es ja gar nicht nötig, einen Einwand zu machen, aber wo auch die Regierung dauernd drauf sagt, sie passt darauf auf, dass man nicht Kriegspartei wird. Dem merkt man an, dass Deutschland das ein Interesse daran hat, dass die Ukraine diesen Krieg führt, eben sagt, den Krieg, den Deutschland will, den soll die Ukraine führen. Für mich. Dem merkt man an, dass Deutschland darauf beharrt, ich habe hier einen Stellvertreter, der den Krieg für mich an meiner Stadt in der Ukraine für mich führt. Und da drin steckt das, dass Deutschland erstmal sagt und darauf beharrt, dieser Krieg soll auf die Ukraine beschränkt bleiben. Geld und Material sind geschenkt. Aber Tote und die Verwüstung, die fallen in der Ukraine an und nicht woanders, ja, hierzulande. Wenn man das sich, wenn man die Beteuerung mal so nimmt, na, wir sind doch nicht Kriegspartei, muss man sagen, moralisch gesehen ist das ja schon ein bisschen zynisch. Ja? Andere sollen für einen bluten. Die unterstützt man, damit man eigene Ziele erreicht. Aber das ist nur die eine Seite. Sachlich gesehen ist das ziemlich abenteuerlich, was sich da die deutsche Regierung leistet. Weil von ihrer Seite ist es gerade dadurch, dass sie die Ukraine unterstützt und da drin den Krieg zur eigenen Sache macht und sagt, ja, Russland soll in der Ukraine bekämpft werden. Ich stehe dahinter. Ich sorge dafür. Mit, natürlich mit den Verbündeten. Ist das eine Aufkündigung des friedlichen, der friedlichen Koexistenz, wie das so vornehm immer gedrückt wird? Ja, mit wem? Mit Russland. Und dass sie einen Stellvertreterkrieg führen lassen, heißt umgekehrt, dass sie sagen, naja, Russland soll sich das bieten lassen. Soll das, dass wir dafür sorgen, dass Russland durch Ausstattung der Ukraine kriegerisch beschädigt wird. An Soldaten, an Material, an Vorhaben, was es hat. Das sollen sie nicht zum Anlass nehmen, ihrerseits das Verhältnis aufzukündigen und Deutschland als ja, den Sponsor, Mitsponsor der ukrainischen Gegenwehr ins Visier zu nehmen. Und auf dieser Grundlage, dass auch die russische Führung ihren Krieg auf die Ukraine beschränkt und beschränken will, auf dieser Grundlage, erlaubt sich die deutsche Regierung eine schrittweise Steigerung ihres Engagements. Ihr kennt das, das sind eben diese ganzen Diskussionen um Waffenlieferungen, welche Waffen werden geliefert. Ja, inzwischen ja auch Panzer, die mal ausgeschlossen waren. Ja, noch nicht die Leos, aber halt Panzer sind jetzt geliefert worden. Und da gibt es nicht wenige Kriegspolitiker in der Nation, die jeden Schritt, wo die Deutschen dann, was weiß ich, irgendwelche Waffen, ach, ich bin kein Militärexperte, die ziemlich weit schießen können und ziemlich präzise dabei sind, ist das viel zu wenig. Viel zu wenig.
Alle Schritte waren immer begleitet. Und das ist die Hauptkritik in der Öffentlichkeit. Reicht nicht. Man kann die Ausdehnung des Kriegs eigentlich gar nicht erwarten, von der Öffentlichkeit her. Und umgekehrt sehen sich solche Kritiker, aber auch die deutsche Bundesregierung mit dem, was sie dann liefert. Ermutigt durch die ukrainischen Erfolge. Dass die eben am Anfang diese Umzingelung Kiews gestoppt haben und zum Scheitern gebracht haben. Und eben jetzt in jüngster Zeit eben die Gegenoffensiven im Osten des Landes und im Süden des Landes. Das war für deutsche Politiker und ihre Öffentlichkeit der Beweis, dass man das doch wirklich hinkriegt, Russland zu schädigen. Stück für Stück immer mehr. Und die schlagen nicht auf die Sponsoren zurück. Es geht. Das nimmt eben Deutschland als guten Grund, immer mehr zu tun. Ja, und dann wird immer mal davor gewarnt, könnte Russland nicht einen Übergang zum Einsatz von Atomwaffen machen. Und zwar Nuklearwaffen in, wie es dann immer heißt, gibt es offenbar in ganz vielen Abstufungen, so kleine taktische Waffen, klein in Anführungszeichen, eben bis hin zu den strategischen Waffen. Das wird in Erinnerung gerufen und abgeräumt. Nämlich damit, das ist doch bloß ein Versuch, diese Drohungen Putins, die der ja öfters mal ausstößt und sagt, wir können auch noch ganz anders. Das ist ein Versuch, in Europa Panik zu schüren. Und dass die USA auf russische Drohungen, Gegendrohungen aussprechen, jüngst jetzt dieses dreifache Don't von Biden, Don't, 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 in der auch der Biden offen gehalten hat, was jetzt eigentlich ein Nukleareinsatz von Russland, von Seiten Russlands, was das für eine Antwort hervorrufen täte von amerikanischer Seite. Diese Gegendrohung nehmen deutsche Politiker und ihre Öffentlichkeit als Rückversicherung neben dem auch amerikanischen Spruch, jeder Inch vom NATO-Gebiet, falls es angegriffen wird, wird verteidigt. Das nehmen die als Rückversicherung dagegen, als hinreichende Vorkehrung, dass Russland diesen Übergang zum Dritten Weltkrieg nicht macht. So kalkulieren deutsche Politiker mit Potenzen, also deutsche Politiker in ihrer Unterstützung der Ukraine und ihrer stückweisen Eskalation, die auch von Deutschland aus erfolgt, mit den Potenzen der amerikanischen Führungsmacht, als ob es die eigenen wären. Eben bei dem, dass sie das vorantreiben, das schädigen lassen durch die ukrainische Gegenwehr und den eigenen Wirtschaftskrieg von der russischen Militärmacht. Verschwiegen wird da natürlich gar nicht, dass da ein Restrisiko bleibt, wie das dann heißt. Aber ein Restrisiko, dass Russland doch ja, den Übergang auch doch die NATO, also NATO-Gebiet ins Visier zu nehmen, machen könnte. Nur da wird gesagt, das dem nachzugeben, das wäre ein Anzeichen von Schwäche. Und Schwäche gegenüber erstens unseren Bündnispartnern, aber auch zweitens vor allem gegen Russland. Davor, das kann man sich nicht erlauben. Und so warnen eben deutsche Politiker und im Gefolge die Öffentlichkeit, ihre Mitbürger, jedenfalls mehr davon, dass man zurückweicht
vor Russland, als dass eben es zu einer Ausweitung des Kriegs kommt. Deswegen, und zusammengefassend gefragt, dieses Abenteuerlich, was ich jetzt erläutert habe, wofür steht das? Man hat hier einen entschiedenen Kriegswillen Deutschlands vor sich. Wie gesagt, der mit Grundlagen kalkuliert, von Seiten Russlands, von Seiten der Bündnisvormacht, die es Deutschland gar nicht in der Hand hat. Das zeigt nur, wie entschieden der deutsche Kriegswille ist, also wie elementar es offenbar ist, was Deutschland mittels der Ukraine und des Ukraine-Kriegs gegen Russland verteidigt, wie elementar das ist, dass da Russland eine militärische Niederlage beigebracht wird. Also auch hier wieder, was ist es denn, die Frage? Und das wäre jetzt der zweite Teil. Mir ist der zweite Punkt nicht richtig deutlich geworden. Also in dem ging es darum, dass du zitiert, dass wenn die Ukraine gefallen ist, Russland weiter nach Westen marschiert. Das hast du in der Unglaubwürdigkeit überführt. Aber mir ist nicht richtig deutlich geworden, wofür das stand. Also jetzt in dem Sinne, dass du ja zeigen wolltest, dass da ein deutscher Kriegswille offenbar wird. Also eine Sache kam in dem Zusammenhang vor, und da meine ich, die muss man gar nicht erschließen, nämlich der Standpunkt Deutschlands, der von Anfang an federführend war, nämlich Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Mir ist nicht richtig deutlich geworden, inwiefern an diesem Bild man Russland daran hindern, nicht im Westen zu marschieren, ja. Der deutsche Kriegswille deutlich wird. Ja. Weil in diesem Bild, also wie gesagt, die Verlogenheit hat die ja eingeleuchtet offenbar, oder? Also, dass das unglaubwürdig ist. Nee. Müssen wir da nochmal anfangen. Also da sollte das Argument sein, was für ein Zerrbild da an die Wand gemalt wird. Erst fällt das eine, dann das nächste, dann das nächste. Das ist das ganze Argument, diese Reihung. Wieso denn? Was hat denn Russland gegen erstens die Ukraine als ersten Dominostein, zweitens warum dann Polen, drittens warum dann Deutschland? Was ist denn das Unaushaltbare für Russland, sodass es meint, man muss das jetzt unbedingt erobern? Man muss dahin, sich selber dorthin setzen. Warum eigentlich? Dieser Automatismus, ja, der leuchtet für sich nicht ein. Das war das erste Argument. Das zweite Argument ist, ja, wenn schon, wenn von Russland ausgegangen wird, man tut sich immer übergriffiger gegen Nachbarstaaten verhalten. Deswegen muss man ja jetzt eine Grenze ziehen an der Ukraine. Warum dann ausgerechnet gegen die mächtige NATO? Gibt es nicht andere Nachbarstaaten, die man überfallen kann? Ja, merkst du auch wieder, das sind politische Zwecke, sind da unterstellt. Ja, aber das habe ich vorhin schon auch zur Kenntnis genommen, die Argumente. Mir leuchtet dieses Argument getrennt von deinem dritten nicht recht ein. Man kann doch auch den Putin mal wenig zitieren. Der steht doch auch wirklich auf dem Standpunkt, das war der größte Fehler Russlands, dass es die Sowjetunion aufgelöst hat und hat den Westen, seine roten Linien ja auch eigentlich, wenn man so will, ein bisschen weitergezogen als in den Drohungen vor dem Einmarsch, weitergezogen als Ukraine. Er sagt, eigentlich ist das russische Sicherheitsverlangen, dass sich die NATO wieder zurückzieht hinter die, also auf den Stand vor der ganzen Osterweiterung. Also insofern gibt es doch von russischer Seite durchaus auch die Verlautbarungen, dass
der Anspruch weiter reicht als, über die, als bis zur Ukraine. Ja, ich, das denke ich mir, da, du denkst dir halt, ja, gegen die NATO vorgehen. Aber das Bild sagt nicht gegen die NATO vorgehen. Das sagt nicht das Bild. Naja, sag doch mal so, das Bild verknüpft den Fall Ukraine mit Deutschland. Also das leistet was. So nach dem Muster, wenn die Ukraine mit Russland im Krieg liegt, das müsste uns ja nicht unbedingt was angehen. Aber weil das bloß der erste Schritt vom zweiten und dritten ist und die Russen weitergehen, deswegen geht es uns was an. So, das ist erstmal die Leistung von dem Gedanken. Man bezieht das Ganze, dadurch kann man dann sagen, ja, wenn Russland in der Ukraine geschlagen wird, ist es auch in unserem Interesse. Denn unsere Sicherheit hängt davon ab, dass Russland einmal blockiert wird und nicht immer weitermachen kann mit, ja, man, jetzt unterstellt man der Gegenseite einen immer weiterreichenden Expansions- und Eroberungskrieg. Wo hat man das her? Jetzt kann man sagen, na gut, das Argument hier, es gibt ja Äußerungen, die Sowjetunion war noch mal größer und nicht nur um die Ukraine, sondern meinetwegen auch um die baltischen Staaten größer. Aber das hat den Charakter von, man hat von der Gegenseite einen Krieg. Und man lässt den Krieg, der es ist, gar nicht für sich stehen und behandelt die Frage, was wollen sie dort erreichen, sondern man nimmt den Krieg als, ja, Domino-Theorie, ja, als Stufenleiter, als Treppenschritt für was ganz anderes. Das ist erstmal reine Unterstellung. Und da war ja vorhin das Argument richtig, wenn man das Ganze umdreht und auf die Russen blickt, nennt man das dort paranoide Weltwahrnehmung. Wenn die Russen sagen, wir mussten in der Ukraine einem NATO-Angriff zuvorkommen, sonst hätte die Ukraine unterstützt mit der NATO sowieso den Donbass angegriffen, dann sagt man, woher haben sie das her, völlig zu Unrecht, das ist doch eine paranoide, ja, das ist ein Verfolgungswahn. Und genau die Logik des Verfolgungswahns ist natürlich nach der anderen Seite, also von der europäischen Seite her auch, wenn sie sagen, wenn der Putin die Ukraine angreift, dann ist es bloß der erste Schritt vom nächsten und übernächsten. Und wenn es bei uns gemacht wird, gilt es als einleuchtend. Und wenn es bei Putin gemacht wird, gilt es als Paranoia. Aber die Leistung ist klar, die Leistung ist die Verknüpfung des eigenen Interesses mit dem anderen, mit dem Kriegsschauplatz, den es tatsächlich gibt. Und wenn man die Verlautbarungen von Putin, also mit den roten Linien, die er respektiert haben will vom Westen und sagt, da müsste eigentlich was wiederhergestellt werden für Russland. Wenn man das nach der Seite der Paranoia nimmt, also vom Westen, also ein Land nach dem anderen will der dann annehmen, kommt man auf diese ideologische Auflösung. Wenn man das, was der Putin sagt, aber mal der Sache nachnehmen würde, ja, dass er sagt, die NATO ist in den letzten 20 Jahren bis kurz vor die Westgrenze Russlands vorgerückt. Und für ihn ist die letzte definitive rote Linie die NATO-Aufnahme der Ukraine. Und er will ein Zugeständnis, dass das nicht passiert. Ansonsten sieht er sich in seinem Sicherheitsinteresse fundamental eingeschränkt und angegriffen. Also wenn man das nach dem Inhalt betrachtet, könnte man da auch den Schluss draus ziehen, dass Russland sich von der immer weiteren Ausdehnung der NATO angegriffen sieht und darauf besteht, dass die zu enden hat. Aber das interessiert ja die Öffentlichkeit hier nicht. Das wird gleichgenommen nach der Seite, wenn der sagt, hier gibt es eine rote Linie. Wenn er die einmal dann mit Gewalt in der Ukraine für sich wiederherstellt, dann kennt es für den kein Ende. Okay, also nochmal zum Punkt. Also mein Ding jetzt auch nicht, die Rede von meinem Vordermann hier. Nach der Seite der Absurdität, ja. Aber nach der Seite des, darin drückt sich ein deutscher Kriegswille aus, habe ich es immer noch nicht verstanden. Also da sollte mein Argument sein, mit dem Putin stoppen. Ja, was heißt denn das? Russische Macht brechen. Der Anspruch steckt. Also der ist unmittelbar, wird da ausgedrückt. Was heißt Putin stoppen? Ja, gut, aber
Da würden die, das Bild steht doch gerade dafür, wie sehr man in der Bredouille ist und wie sehr man, was sie auf diesen imminenten Angriff sich in der Gegenwehr entfalten muss. Ja, da kann ich nicht so viel erwartet von dem zweiten Argument. Ich habe jetzt mehr gedacht, dass auf einen positiven Kriegswillen verweisen und nicht wieder bloß landet bei sowas wie man muss ja. Weil Russland so oberimperialistisch aggressiv ist. Schau mal, du musst schon beides zusammennehmen. Also das verstehe ich nicht ganz. Du sagst, ja, das Unglaubwürdige leuchtet dir ein, aber jetzt hast du wieder argumentiert damit. Da kommt ja nicht mehr als das Müssen raus. Also man muss sich doch immer mehr wehren. Jetzt ist doch das, wogegen man sich wehren muss, das ist was Konstruiertes. Diese Domino-Theorie, ja, also dieses, der rückt immer weiter, der hört nicht auf. Deswegen geht es um uns jetzt. Ja? Und da hast du das. Aber was erfordert es jetzt von dem Uns? Was ist denn da, was wird denn da deutlich? Dass man Putin stoppen muss, das heißt, dem die Fähigkeit, also entfähigen muss, das zu machen. Das ist ein sehr weitgehender Anspruch. Und da wollte ich den Schluss draus machen, da merkt man, da steckt eine Ambition drin. In diesem Bild wird als selbstverständlich mit Putin stoppen, so lax redet man da daher. Da wird selbstverständlich beansprucht, dass man eine Macht mobilisiert, die russische Macht klein macht. Und da fragt man sich doch, was stört denn an der russischen Macht, sodass sie klein gemacht gehört? Das wäre dann die Frage nach dem Inhalt. Aber dieser Anspruch, russische Macht ist es, die uns stört, steckt da allemal drin. Weil da ohne inwiefern, ohne wieso, ohne was weiß ich, ja, da ist klar, man muss den Putin aufhalten. Mal anders ausgedrückt, mit diesem Staat gibt es kein Benehmen, kein ins Verhältnis setzen. Das ist damit ausgedrückt. Eigentlich kann man den ganzen Gedankengang nämlich auch andersrum ausdrücken. Der Werner hat doch jetzt gezeigt, wie unlogisch das alles ist. Also diese erfundene Verlängerung, Angriff auf die Ukraine, bedeutet automatisch einen Angriff aufs Baltikum. Und wenn das Baltikum einkassiert ist, dann müssen wir damit rechnen, dass Polen dran ist. Alles das trauen wir dem Putin zu. Also muss man ihn jetzt stoppen. Da merkt man doch auch andererseits daran, dass da der Wille, ihn zu stoppen, aus Gründen, die sich überhaupt nicht aus dieser erfundenen Domino-Theorie ergeben, schon längst vorliegen muss. Sonst ist es doch total unglaubwürdig und man sagt, benenn doch mal die Zwecke. Putin sagt jetzt Zwecke, warum er in die Ukraine einmarschiert. Nämlich, er hat das Zugeständnis des Westens nicht bekommen, dass die keine NATO-Macht werden. Und jetzt sieht er sich in der Lage, militärisch noch dagegen vorzugehen, später nicht mehr. Also kassiert er dieses Land. Damit legt sich diese Domino-Theorie gar nicht an. Die sagt einfach, weil der so ist, weil er ein Aggressor ist und Aggressoren werden nie gestoppt. Und dem merkt man doch an, das ist eine Rechtfertigungskonstruktion für das, dass man sowieso gegen den Putin was hat. Was aber überhaupt mit Aggressor gar nicht aufgehen kann. Weil das mit dem Aggressor ist ja jetzt widerlegt worden. Das ist einfach das Begriffslose sein kann. Vielleicht noch eine Ergänzung. Weil du hast gesagt, da merkt man dran, dass man sowieso was gegen Putin hat. Ja? Was heißt denn das? Ja, alles, wofür der Putin steht, ist damit als Übergriff definiert. Als etwas, was es zurückzuweisen gilt. Da gibt es kein Auskommen mit ihm. Also die Frage, warum will Deutschland diesen Krieg? Was ist der Krieg? Da hat sich Russland aufgestellt, weil es nach den Verlautbarungen, die man von der russischen Führung hört, sich durch die Osterweiterung der NATO, die inzwischen bis kurz vor
die russische Grenze reicht, ganz elementar darin bedroht sieht, den Status als Weltmacht zu haben. Russland kämpft in der Ukraine darum, dass es anerkannt wird als Macht, die genauso wie die USA eine Macht ist, die autonom ihre nationalen Zwecke definieren kann, genauso wie die autonome Bestimmung ihrer auswärtigen Interessen und die ganz nach eigenem Ermessen definiert, wo die auswärtigen Einflusszonen liegen und wie weit die reichen. Und um diesen Anspruch durchzufechten, sind sie in die Ukraine einmarschiert. Die Ukraine wiederum, die den russischen Angriff erlebt, die kämpft in dem Krieg darum, gegen Russland und gegen die prorussischen Separatisten im Donbass und in Luhansk, dass sie ihren Anspruch auf Souveränität über das ganze ukrainische Landesgebiet durchsetzen kann. Also das sind die zwei Kriegsparteien. Die haben sich ziemlich elementar ineinander verstrickt. Und jetzt Deutschland. Da muss man doch erstmal sagen, ja, Deutschland ist doch gar kein Teil von diesem Krieg. Und trotzdem sieht sich Deutschland angegriffen. Das ist eine Auskunft über Anspruch und Reichweite des deutschen Einflusses auf die ganze umgebende Staatenwelt. Wenn jetzt Deutschland den Angriff auf die Ukraine auf sich bezieht und sagt, Deutschland muss mit Waffenhilfe Verantwortung übernehmen und die Ukraine verteidigen gegen Russland, da steckt ein ziemlich übergriffiger Standpunkt da drin. Nämlich der Standpunkt, dass sich Deutschland berechtigt sieht, in dem östlichen Land, also nicht in Deutschland, sondern in der Ukraine, darüber zu bestimmen, welche Gewaltanwendung, welche Gewalt in Ordnung ist und welche nicht. Und das auch tatsächlich praktisch wahrzumachen. Da tritt Deutschland als eine Ordnungsmacht auf. Das wird offensichtlich, wenn sich in dem Krieg die deutsche Regierung als Teil des Vereinten Westens engagiert und sich da ganz explizit dazu bekennt, dass sie sich gegen Russland aufstellt. Ja, zwar nur indirekt, aber doch mit allen militärischen und wirtschaftlichen Mitteln, die Deutschland zur Verfügung stellen. Deutschland macht den Krieg explizit zu seiner eigenen Sache. Es macht zu seiner eigenen Sache, dass die politischen Ambitionen, die Russland in der Ukraine verfolgt, nicht wahr werden können. Ich habe jetzt gesagt, Deutschland als Teil des Vereinten Westens, dazu vielleicht noch eine Klarstellung. Also in dieser Frage des Ukraine-Kriegs tritt Deutschland einerseits auf als Teil des Westens, zusammen mit der USA und mit der NATO. Und die beiden, USA und NATO, sind ja sowieso schon die ganze Zeit prinzipiell nicht dafür zu haben, oder das ist viel zu schwach da ausgedrückt, also die können sich ja ganz prinzipiell nicht damit arrangieren, dass es noch eine zweite große atomar gerüstete Weltmacht gibt. Die gehen schon die ganze Zeit ein Kleinmachen Russlands an, an dem sich Deutschland bisher als Teil der NATO auch mit beteiligt hat. Jetzt in dem Krieg ist es andererseits so, dass Deutschland neben seiner Beteiligung in der NATO-Mission die Feindschaft gegen Russland auch noch als Mittel für einen speziellen deutschen Fortschritt benutzt. Und dieser spezielle deutsche Fortschritt, der jetzt gemacht wird, dafür ist dieses Schlagwort europäische Friedensordnung der Fall. Jetzt hat der Werner ja einige schon dazu gesagt zur europäischen Friedensordnung. Ich meine eigentlich auch in einem Rahmen schon zur inhaltlichen Seite. Denn wenn sich die deutsche Regierung zu einem Verteidiger der europäischen Friedensordnung erklärt,
ist es, wie der Werner gesagt hat, dann macht sie sich zum Hüter und zum Aufpasser über die politischen Verhältnisse auf dem ganzen Kontinent. Dann beansprucht sie, dass es Deutschland ist, der darüber entscheidet, welche Regeln des zwischenstaatlichen Verkehrs überhaupt gelten, und die beansprucht, festzulegen, wer diese Regeln setzen darf und wer nicht. Und auch im weiteren Verkehr der Staaten miteinander darauf aufzupassen, wer praktisch sich gegen die Regeln vergeht. Das ist also ein Anspruch auf politische Bestimmungsmacht in Europa. Und dem steht dieses Russland total entgegen mit seinem Anspruch, dass es seinerseits auf seine unmittelbare Nachbarschaft Einfluss haben will und dass es eben mit dem deutschen unbedingten Interesse, dass es deutsche Bestimmungsmacht ist, die die Regeln setzt, nicht zusammenzubringen. Ja, und insofern ist es so, dass sich Russland überhaupt nicht bloß damit gegen die europäische Friedensordnung vergangen hat, dass es die prorussischen Separatisten unterstützt hat. Auch nicht damit, dass es die Krim annektiert hat. Und auch nicht einfach mit dem Einmarsch in die Ukraine, sondern dass Russland einen Übergriff prinzipieller politischer Art zur Last gelegt wird. Das kann man sich ein bisschen verdeutlichen an dem, wie auch eure europäische Politiker gern reden. Die bringen das mal immer wieder als SU-Phantomschmerz zur Sprache. Was wollen Sie damit sagen? Das ist nämlich absolut ungehörig finden, dass Russland sich nicht damit abfindet, dass der ganze ehemals zur Sowjetunion gehörende osteuropäische und zentralasiatische Machtbereich immer weiter aufgelöst worden ist und aufgelöst wird, dass es sich stattdessen dem widersetzt und nicht haben will, dass die neuen Oststaaten, die jetzt alle eigene nationale Gebilde sind, dass die in den Zuständigkeitsbereich der NATO und der EU fallen. Die finden ungehörig, dass sich Russland nicht einfach damit abfindet, dass es selber immer machtloser wird und sich die EU und die NATO den ganzen ehemaligen Machtbereich der Sowjetunion aneignen. Und da ist das große Vergehen von Russland, dass es die Ostländer, die dann noch verbleiben, in seinem Einflussbereich halten will. Und dass sie da auch dafür politischen Druck einsetzen, auch ökonomische Erpressungsmittel und auch Militäreinsätze unterstützen, wenn sie im Ausland sympathisierte Kräfte ausmachen. Insofern ist also die kriegerische Parteinahme, die Deutschland für die Ukraine nimmt und gegen die Invasion Russlands gerichtet ist, in eine Generallinie von Deutschland und der EU eingeordnet, die schon längst gilt. Nämlich die Generallinie, dass die Ausdehnung der EU im ersten Schritt, haben sie sich ja schon längst alle Warschauer Paktstaaten eingemeindet und aufgenommen in die Europäische Union, aber dass sie darüber hinaus voranzutreiben ist, bis zu den Gebieten, also bis zu den politischen Herrschaften, die direkt an der russischen Westgrenze liegen, und die Russland selber als seine ganz unmittelbare Einflusszone reklamiert und vom Westen als Sicherheitsglacis garantiert haben will. Also der Scholz als europäische Friedensordnung verteidigt, das ist ein Recht, was er nicht angezweifelt haben will. Es ist das Recht, dass Deutschland eine politische und ökonomische und militärische Handlungsfreiheit in ganz Europa hat. Da wird eine Gleichsetzung gemacht von Frieden. Frieden ist die unangefochtene Oberhoheit über Europa. Und damit ist auch klar, als was Russland definiert ist. Das tritt ja auf damit,
nationalrussischen Sicherheits- und sonstigen politischen Interessen. Und zwar Interessen an dem, was Deutschland für sich beansprucht, dieses ganze europäische Vorfeld. Und deshalb ist aus diesem Blickwinkel des Rechts auf Handlungsfreiheit von Deutschland in ganz Europa Russland nämlich von vornherein vor jedem Vergehen ganz prinzipiell ein Störfall. Also vor Vergehen meine ich solcher kriegerischer Art. Ein Störenfried, dem man die Mitwirkung überhaupt an der ganzen Ausgestaltung von den Verhältnissen zwischen den Staaten in Europa verwehren muss. Und man Russland aus dem Konkurrenzkampf, den die europäischen Mächte miteinander ausfechten, ökonomischen Feld, an dem sich ja Russland auch beteiligt hat, dass er da ausgeschlossen werden muss, weil er, der russische Staat, keine legitimen Interessen an Europa hat. Keine legitimen Interessen unter dem Blickwinkel des deutschen Oberhoheitsanspruchs. An der praktischen Umsetzung von dem Ziel, dass für Deutschland die exklusive Eingemeindung von ganz Europa fällig ist, haben sie schon längst gearbeitet als Teil des Westens und sind auch schon ziemlich weit vorangekommen. In Fragen der politischen und ökonomischen Einflussnahme ist ja die Europäische Union mit ihrer ganzen Expansion schon so weit gekommen, dass Russland auf dem Kontinent eh in einer sehr weit abgeschlagenen Außenseiterposition steht. Und auch militärstrategisch ist Deutschland dann als Teil der NATO immer weiter bis an die russischen Grenzen gerückt. Und jetzt ist es so, dass die russische Invasion in der Ukraine von der USA und von der NATO zum Anlass genommen wird, dass die ja schon längst und lange störende russische Macht nicht mehr wie bisher abgeschreckt wird, bloß abgeschreckt wird, sondern dass man durch eine Aufrüstung und Förderung dieser ukrainischen Selbstbehauptungsbemühungen danach trachtet, dass man Russland als Macht aufreibt und nach Kräften zerstört. Und Deutschland, das sich ja den Krieg nicht ausgesucht hat, nimmt den Krieg, wo es ihn jetzt schon einmal gibt, zu einer Gelegenheit. Zu der Gelegenheit, dass es sich, Deutschland, als den großen militärischen Ausrüster der Ukraine aufbaut. Und darin liegt ein Übergang. Da entschließt sich Deutschland dazu, dass es in Europa nicht mehr nur die ökonomische Vormacht sein will, die es schon ist, sondern dass es sich auch zur selbstständigen, in Europa entscheidenden Militärmacht fortentwickeln will. Dafür steht die Zeitenwende. Bei der Zeitenwende hat der Scholz ja einen sehr interessanten Maßstab vorgegeben. Der hat ja in einer der ersten Reden gesagt, dass sich Deutschland anschauen muss, was Russland an Kriegsmaterial hat, also an konventionellen Waffen, was für Fähigkeiten es da summiert hat und dass im Blickwinkel darauf die deutsche Rüstung getrimmt werden muss. Dass aus der Bundeswehr auf dem Feld von diesen Waffen, die man in Russland da feststellt, die größte, modernste, potenteste Armee in Europa werden soll. Und dass damit Deutschland perspektivisch endlich von diesem immer beklagten, auch wenn es ja gar nicht die Wahrheit war, ökonomischen Riesen, aber politischen Zwerg, auch zu der militärisch mächtigsten Macht in Europa befördert werden muss. Das ist für die deutsche Politik auch überhaupt kein Größenwahn. Das ist das Projekt, was es sich vorgenommen hat fürs nächste Jahrzehnt. Dass aus Deutschland in dieser absehbaren Zeitspanne die Führungsmacht des europäischen Pfeilers der NATO werden soll, die Führungsmacht, die die Friedensordnung in Europa, was natürlich zuallererst heißt gegen Russland, sichert.
Und wenn man das in der Perspektive anguckt, dann macht es überhaupt einen Sinn, dieses zum Anfang 100 Milliarden Rüstungspaket und die 2% des Bruttoinlandsprodukts, die Deutschland zukünftig für sein Militär ausgeben will. Wenn es dann nur um die Behebung von Ausrüstungsmängeln ginge, das wäre ja lachhaft, was sie da für Summen aufwenden. Vom Standpunkt, von dem neuen Standpunkt, also vom Standpunkt dieses Fortschritts, den Deutschland in seiner Zielsetzung macht, dem Status, den sie es natürlich erst erarbeiten will. Aber von dem gucken sie jetzt schon mal wieder zurück auf die Vergangenheit. Und das kennt ihr ja alle, wie sie auf die Merkel-Ära und ihre Außenpolitik zurückblicken. Da wird das, dass ehemals Deutschland die Macht und die Möglichkeiten von Russland insofern in Rechnung gestellt und respektiert hat, dass man sie einerseits für deutsche wirtschaftliche Interessen nutzbar machen wollte und gleichzeitig mit den ökonomischen Erpressungshebeln, die sich aus der wirtschaftlichen Benutzung ergeben haben und zusätzlich mit auch noch allen möglichen Subversionen an der Verdrängung Russlands gearbeitet hat. Das betrachten die rückwirkend jetzt als schweren Fehler. Das ist eine Selbstkritik, die hat es in sich. Denn wenn das jetzt unverzeihlich sein soll, dass die merkelsche Realpolitik, also das kalkulierende Vorgehen gegen Russland, was die praktiziert hat, völlig unangebracht war, dann heißt es ja wohl nichts anderes, als dass Deutschland der atomar gerüsteten russischen Weltmacht schon längst mit letzter Konsequenz Paroli hätte bieten müssen und das auch gekonnt hätte. Dass sie das auch gekonnt hätten, wenn sie nicht selber Schranken beachtet hätten, die es gar nicht gab und die sie sich bloß selber gesetzt hatten. Da schließt sich Deutschland einer Definition der USA an. Der USA, die es sich schon die ganze Zeit erlaubt haben herauszunehmen, Russland als eine Schranke zu betrachten, mit der die USA nicht bereit ist, auf Dauer auszukommen. Und dieses Projekt, an dem Deutschland als irgendein Untervasall in der NATO mit beteiligt war, setzten die sich jetzt als eigenes Projekt auf die Tagesordnung. Damit will ich nicht sagen, dass sie die gleich fertig machen wollen, ja? Aber als Projekt, der Maßstab, sind die Ansprüche Deutschlands, die Bestimmungsmacht Deutschlands, und da darf sich Deutschland als Macht nicht klein machen. Das ist ein einziges Bekenntnis dazu, dass man den Willen hat zu einer größeren und zu einer Großmacht, die auf Ebene, auf dem Niveau der Russen gegen die mithalten kann. Und in dieser ziemlich ambitionierten Angelegenheit sieht sich die Politik ja jetzt nach 6 Monaten Abnutzungskrieg der Ukraine auch auf einem guten Weg. Da haben sie ja den Standpunkt, wo die Russen so viele Verluste haben und es ihnen so schwer fällt, mit ihrer ganzen wirtschaftlichen Beeinträchtigung die Schäden an Kriegsgerät wieder durch Neues zu ersetzen, dass es überhaupt gar nicht unrealistisch ist, dass die deutsche Großmacht Ambition gegen Russland wirklich und tatsächlich wahr werden kann. Ja, ich hätte eine Frage zum Anfang. Das ist mir nicht ganz klar geworden, als du gesagt hast, Russland ist schon prinzipiell und unabhängig von der Krim und dem Einmarsch in die Ukraine ein Störfall. Weil von Seiten von Deutschland, ich meine, das hat sich vor dem Krieg ja auch schon ein bisschen angekündigt, dass man der deutschen Regierung Schritt für Schritt immer mehr angemerkt hat, dass sie mit roten Linien und diesen Minsker Abkommen, das es mal gab, dass sie da immer weniger darauf Wert gelegt hat, auch bevor dieser Kriegsausbruch schon da gewesen ist. Nur, das ist doch jetzt auch in dem, wie Deutschland sich aufstellt und wie sie sich auf Russland bezieht, doch wirklich auch ein Bruch mit der Art und Weise, wie man Russland bis jetzt eingebunden hat in dieser Friedensordnung. Ich meine, da gab es ja auch Verträge und die man gerade im Ukraine-Krieg ja auch in diesem Minsker Abkommen, ich will jetzt nicht sagen, worum es da alles gegangen ist, aber jetzt nur mal der Phänomenologie nach, ja auch als Mitordnungsmacht in diesem Krieg anerkannt hat, beim Donbass jetzt.
da ist doch, wenn jetzt Russland da einmarschiert und sagt, mit euch verhandeln wir über diese ganze Frage nicht, das Minsker Abkommen ist tot, der Macron und so weiter, die marschieren da auf, das ist doch irgendwie ein Übergang und für sich nochmal ein Grund, dass das stört, wenn jetzt die Russen auch gegenüber Deutschland und so weiter die Mitzuständigkeit für dieses Land damit ja auch irgendwie weg ist. Also irgendwie vielleicht nochmal als Frage, ich habe es einmal nicht ganz verstanden mit dem, es ist quasi prinzipiell schon ein Störfall, weil das hat sich ja vor dem Krieg, haben sie sich ja auch ein bisschen anders auf Russland bezogen. Ich meine eigentlich schon, dass man auch den Minsker Prozess in diese ganze Vorgehen Deutschlands einordnen kann, in die alte Außenpolitik, dass es einerseits ein Arrangieren ist mit Russland und andererseits ein Versuch, ökonomisch und politisch die deutsche Macht auf Kosten der russischen auszubauen. Und wenn man den Minsker Prozess anguckt, muss man doch sagen, es ist mindestens auch das gewesen, dass Deutschland von Russland anerkannt worden ist, dass es damit verhandelt hat, dass es in dieser Region etwas zu bestimmen hat, obwohl Russland die Ukraine als sein unmittelbares Vorfeld definiert. So, und die Deutschen, das habe ich ja auch gesagt, von sich aus den Krieg auf die Tagesordnung gesetzt haben sie nicht. Der Minsker Prozess ist ihnen ja als erfolgreiche Aktion verunmöglicht worden, dass die Ukraine überhaupt nicht sich darauf eingelassen hat. Dass die von den Amerikanern unterstützt worden ist, dass sie keine Zugeständnisse machen muss. Und also das war das zur Ukraine. Und zweitens die Sache mit dem von vornherein. Wenn es so ist, dass Deutschland mit seiner Verteidigung der europäischen Friedensordnung zum Hüter der Friedensordnung machen will, also wenn das geteilt ist, schließt es doch ein, den Anspruch wirklich auf politische Bestimmungsmacht. Und insofern habe ich das gemeint mit dem von vornherein. Ja, natürlich, Russland hat militärische Übergriffe gemacht. Aber dass Russland schon mit der ganzen, die letzten 30 Jahre stattfindenden Abwehr der Eingemeindung seiner ehemaligen Sowjetrepubliken in die EU auf den Widerwillen Deutschlands gestoßen ist und diese ganzen Einflussversuche und Interessen und das Bestehen darauf, dass es Einflusssphären gibt, nicht damit zusammenpassen, dass Deutschland den Anspruch hat, dass es die Oberhoheit über den Kontinent ist. Also ich glaube, worüber du gedanklich stolperst, ja, also was du nicht gut zusammenbringst, ist dieses doppelte Kalkulieren mit Russland. Also deswegen sagst du ja, na gut, der Minsker Prozess, hat man da nicht einen Platz, also Russland einen Platz zugewiesen. Muss man schon mal sagen, Platz zugewiesen, ja, aber man hat Russland anerkannt, merkt man schon. Als was denn eigentlich? Ich habe vorgestern kamen wieder die alten Bilder und wie der Putin da immer ganz komisch geschaut hat, Macron und Merkel waren hier am Tisch und die Ukraine und der Putin war gegenüber diesem Tisch so und so. Also wo klar, wir verhandeln zwischen euch. Also das war erstmal das Aufdrehen, ob das erfolgreich war. Ja? Also möchte ich jetzt mal kurz, nur weil du jetzt gleich draus gemacht hast, die hat doch ein Stück weit, wurde doch da Russland als Mitbestimmungsmacht über Europa anerkannt, so hatte ich dich verstanden. Ja, da merkst du es schon. Ja, ein Stück, ja, anerkannt als in der Ukraine kommt man um Russland nicht vorbei. Ja, das, da Russland, merkst du schon, nicht die Donbass-Leute waren da dabei, sondern Russland war da dabei. Ja, also dann merkst du, ja, das, wenn man so will, das Stück Anerkennung steckt drin. Nur die, wo die Susanne mit Störfall geredet hat, war sie eigentlich woanders. Hat sie, was ist eigentlich europäische Friedensordnung?
Und ja, sorry. Ich glaube, damit kann ich jetzt, ich habe das mehr hergedacht von dem Übergang, den die deutsche Politik ja auch tatsächlich im Laufe der Zeit gemacht hat. Und ich habe das mehr verstanden als ein zeitliches. Und da habe ich mich gefragt, da hat es doch einen Unterschied gegeben. Russland war nicht immer der prinzipielle Störfall in der Weise, wie es jetzt ist. Weil jetzt bricht es ja tatsächlich den Anspruch praktisch mit Krieg, dass die Ukraine die Ukraine will doch zum Westen gehören, das ist ja, wie man ausdrückt, also gehört es zum Westen, wie Russland es praktisch bricht und sich jetzt quasi damit als dieser Störfall auch praktisch betätigt, und zwar angesichts, dann ist die Frage, von was eigentlich? Naja, von dem Anspruch, dass in Europa mit Ukraine inklusive und Armenien und Aserbaidschan und Georgien mittlerweile ja auch, dass sich von der Seite jedenfalls gewaltsame Übergriffe nicht gehören. Also ich glaube, also so haben wir das jetzt eingeleuchtet. Dass das, was europäische Friedensordnung ist, der Grund ist, warum Russland da so ein unaushaltbarer Störfall ist und nicht einfach, warum es einmarschiert. Es gibt ja auch noch andere Gründe. Kriege, wo irgendwo einmarschiert wird und wer ein Aggressor ist, und da ist es nicht gleich, wir halten das nicht aus, sondern das ist schon der Anspruch. Bezüglich Europa und der Ukraine, die gehört zu uns, ökonomisch und perspektivisch, vielleicht auch militärisch. Und wenn Russland das militärisch zu stoppen versucht, dann ist das eine Sache, die sich die nicht rausnehmen dürfen, sondern und muss gestoppt werden. So bin ich einverstanden. Ja, und das haben sie sich halt den Ukraine-Krieg jetzt zu der Gelegenheit genommen. Die Annexion der Krim. Da war die Entscheidung noch so, Russland ist im Prinzip eine Macht, die man klein machen muss, gegen die man auch vorgeht, aber das war ihnen noch nicht die Unterstützung militärischer Art von irgendwelchen Aufständischen auf der Krim in größerem Maß wert. Das soll also in dem Sinne sagen, ja, jetzt haben sie diesen Entschluss gefällt, dass das ein Verbrechen von Putin war, wo sie sich aufgerufen sehen, militärisch die ukrainischen Verteidiger zu unterstützen. Mit was ich nur rede, dass man sagt, hatten das jetzt der Krieg unbedingt sein müssen? Das ist aber eine andere. Die Frage jedenfalls wollte man damit nicht beantworten, und ich glaube, du wolltest sie auch nicht in dem Fall so stellen, ja, dass du sagst, war denn das jetzt der letzte Grund? Ich dachte mir gerade bezüglich der Krim, wäre es zum Beispiel auch, also gerade bezüglich Krim und Ukraine, gibt es auch einen Unterschied mit dem, wie sich, vielleicht auch im Unterschied zu Amerika, wie sich Deutschland dazu gestellt hat. Ja, man hat Sanktionen mitgetragen, aber jetzt ist die Devise Wirtschaftskrieg, man muss die russische Macht kaputt machen. Das ist ja schon mal was von der Diagnose Störfall, und das kann man sich nicht mehr bieten lassen, in der Art und Weise, wie man jetzt, klar, man nimmt es als Anlass, wie man mit dieser Macht jetzt verkehrt, auch schon nochmal ein ziemlich substanzieller Übergang in der Weise, wie man sich zu Russland stellt als Deutschland. Das ist mit Sanktionen und internationaler Ächtung und Bestrafung nicht getan, sondern Sanktionen müssen Zerstörung russischer Machtgrundlagen mit einschließen. Mich hat genau zu bestimmen, worüber nachgedacht wird. Die Rede ist doch von dem Stellungswechsel, von dem Kurswechsel der deutschen Regierung am Krieg, der jetzt stattfindet. Vorher hat es eine doppelte Haltung zu Russland gegeben. Die eine war, diese große Energiemacht nutzt man für Deutschland aus. Man macht sich sogar abhängig davon, dass sie immer zu Gas liefern. Und hat darin eine ganz besondere deutsch-europäische Konkurrenzbedingungen, nämlich billige Energie, die in hohem Maß gebraucht wird. So, das war die positive Seite Russlands. Die negative war die ganze Zeit schon, diese Macht beansprucht Einfluss auf europäische Staaten. Und das betrachtete man die ganze Zeit schon als eine Konkurrenz und als eine Herausforderung und als eigentlich einen russischen Übergriff auf ein Gebiet, auf das wir Anspruch haben. Ihr müsst mal denken, jetzt gibt es im Moment gibt's vom deutschen Kanzler den Standpunkt, wir müssen schleunigst die Länder des westlichen Balkans, gemeint ist Serbien,
Nordmazedonien und so weiter, wir müssen die schleunigst in die EU aufnehmen, Argument, weil sonst ist es ein Einfallstor für russischen oder chinesischen Einfluss. Da merkt man, die beanspruchen alleinigen Einfluss auf diese Gebiete und das schon die ganze Zeit. Natürlich, bis die Entscheidung auf dem Tisch ist, ist es ein Ringen. Und zu dem Ringen gehört, dass man orangene Revolutionen unterstützt, wo es die Möglichkeit gibt. Also Belarus war sowas oder eben die Ukraine 2012, 14. Das war ja schon die erste abspenstig machen der Ukraine von dem Nachbarn, von dem es halt in der Auflösung der Sowjetunion als selbstständiger Staat abgetrennt worden ist, aber doch immer noch in seinen ganzen Existenzbedingungen auf Russland verwiesen und von Russland abhängig gewesen ist. Dann kam diese orangene Revolution, der Umsturz, der ja eh schon an der Frage der Eingemeindung der Ukraine in die EU eigentlich sich entzündet hatte. Na gut, dann gab es die Geschichte mit die Russen besetzen die Krim und dann gibt es den Donbass, diese Donbass-Republiken. Und da wollte ich erstmal sagen, zu dem Argument, da haben die Deutschen den Russen noch Einfluss zugestanden. So ist es ein bisschen in der Diskussion gewesen. Ich würde es mehr umgekehrt sagen. Das war doch schon ein europäischer Vormarsch in Richtung Zugriff auf die Ukraine. Ja, vorher war das russisches Einflussgebiet. Wenn jetzt die Russen konzedieren, ja, da dürfen die Deutschen und die Franzosen auch mitreden, wie dieser Konflikt zu regeln ist. Eine Riesenheuchelei von allen Seiten natürlich, weil beide Seiten als Sponsoren ihrer Kriegspartei auftreten und sich als Ordnungsmächte, die auf das aufpassen sollen, begegnen. Aber egal, dann ist es halt diese Heuchelei, aber die Heuchelei hat den Inhalt, und die Europäer erweitern ihren Einfluss auf dieses Gebiet und da ist es dann wirklich, und Russland konzidiert, dass die da mitreden können. So, das hat zu nichts geführt, hat die Susanne richtig gesagt, hat zu nichts geführt deswegen, weil die Amerikaner den Ukrainern durch Bewaffnung und durch Geld zugesichert haben, ihr braucht hier nichts zugeben. Und dann waren natürlich die europäischen Verhandler blamiert, weil ihre Angebote nichts wert waren. Und daraufhin hat Russland irgendwann gesagt, ja, mit euch braucht man nicht verhandeln, ihr könnt einem ja, ihr habt ja nichts zu bieten. Wir können Versprechungen eingehen, aber ihr könnt ja nichts durchsetzen. Na gut. Und den Krieg nimmt jetzt die deutsche Regierung zum Anlass, wirklich die alte Stellung zu korrigieren, die natürlich nie einfach pro Russland war. Das war jetzt die ganze Korrektur der Diskussion. Es war nie einfach, Russland ist unser guter Freund, sondern immer die doppelte Haltung zu Russland. Und der Krieg ist die Gelegenheit, die zu korrigieren und zu sagen, okay, wenn es um die Kontrolle über die europäischen Souveräne geht, dann geht das nur durch Vertreiben russischen Einflusses aus dem ganzen Raum und das geht nur durch Deklassierung der russischen Macht. Also der Übergang ist ja gerade das Thema. Und da ist eben nicht der Übergang, dass die Russland jetzt anders beurteilen täten. Ja? Das ist die Beurteilung von Russland, ist schon immer so. Der praktische Umgang ist genauso, wie das jetzt gesagt worden ist hinten, in dieser widersprüchlichen, zweigleisigen Umgang, wirtschaftliche Benutzung und politische Erpressungsmanöver. Also alles, was man da draus zieht an Verkehr mit Russland, gleichzeitig wieder für sich zu einem Mittel machen, um Russland zu schädigen. Und dass der Übergang, der jetzt ist, derjenige ist, dass die Deutschen genauso wie die USA, die schon lange Russland in dem Sinn auf ihrer Agenda haben, dass sie mit Russland nicht leben wollen, dass Deutschland jetzt auch diesen Übergang macht und sich für diesen Übergang militärisch instand setzen will, um da was gegen Russland zu reißen und die wirklich praktisch klein zu machen. Dann verstehe ich das gar nicht. Schauen Sie mal, der Russland liefert ein billiges Gas nach Deutschland. Und die Preise steigen noch vor dem Krieg, weil irgendwelche Börse war eingerichtet und die Spekulanten hatten die billige Gas
gekauft und teurer verkauft hier in Europa. Und der Russland liefert Öl, irgendwelche Bodenschätzen und die Deutschen liefern die Maschinen auch, die Züge und so weiter. Und die viele Firmen haben da tausende Projekte. Und jetzt Deutschland macht Sanktionen und die deutschen Firmen müssen raus aus Russland und die verlieren Kunden. Das heißt, Deutschland verliert Ressourcen und verliert Markt. Wo sie das verkauft? Wo ist das Interesse? Das verstehe ich. Wo liegt das? Das ist doch Blödsinn. Oder? Ich glaube, da muss man schon ernst nehmen. Wo werden Sie Ihre Maschinen verkaufen? In Italien oder Frankreich? Sie haben eigene. Das ist doch... Also, ich finde, da fand ich das, was vorne gesagt worden ist, schon richtig. Jetzt das war nicht in diesem negativen Sinne ausgeführt. Aber gerade bei so Staaten wie Deutschland, deren außenpolitischen Interessen so klein krämerisch zu nehmen, als man will überall möglichst viel verkaufen und alles andere ist eigentlich geht einem nichts an. Das ist ja offensichtlich und wenn man kein Geschäft machen kann mit diesem Krieg jetzt, dann sieht man kein deutsches Interesse mehr. Naja, die deutsche Regierung sagt ja jedenfalls, sie unterstützt diesen Krieg und sie hat Gründe, ihn zu unterstützen. Und wenn da jetzt sowas wie europäische Friedensordnung dran ist, das ist und ja dann schon die ganze Industrie wird kaputt. Ja, das nimmt, man nimmt ziemlich viel an sowas kaputt geht in Kauf für, was jetzt besprochen worden ist, europäische Friedensordnung. Man verteidigt dann Anspruch, dass sich in Gewaltfragen hier niemand außer die NATO in Europa einzumischen hat. Offensichtlich ist es nichts bei diesem Krieg, womit man Geld verdienen kann. Aber dann wird das ja auch nicht das Anliegen sein. Ja gut, wenn man die Frage stellt, jetzt konkret bei allen möglichen Ausgängen dieses Krieges, wer wird jetzt von diesem Krieg profitieren? Dann ist natürlich klar, Deutschland, nehme ich mal an, die Machtkreise in Deutschland wollten den Krieg so, wie er jetzt verläuft, natürlich evident nicht, weil im Endeffekt wie immer, welche Lösung immer sein wird, drei Verlierer in diesem Krieg sind ganz sicher schon bestimmt und das ist die Ukraine, das ukrainische Volk, Russland und Deutschland im Vergleich zu allen. Und ja, und dann würde ich sagen, in der Abstufung dann wirklich Westeuropa. Und ein großer Sieger steht auch schon fest, das sind die Vereinigten Staaten. Das klar ist doch, auch klar. Sie hatten vor kurzem sich als globales Staat eingesetzt. Es ist wirklich die Frage, inwieweit Deutschland seine eigenen Interessen zu verteidigen. Treiber oder Getriebener ist in diesem Krieg. Ja, genau. Das wäre zu klären. Da ist also, ich meine, ich würde gern was zu dem sagen. Es ist doch nicht in deutschem Interesse, dass es seine Wirtschaft schädigt und es tut es. Ja, das war ja Ihr Argument. Wenn das ganze Maßgebliche in dem Verhältnis zu Russland wäre, was verdient man? Gibt es doch eh keinen Grund für eine Feindschaft mit Russland. Ist doch auch da schon angesprochen worden. Das hat doch einen allerbesten wirtschaftlichen Verkehr mit Russland gegeben. Billige Energie für Deutschland, Export nach Russland von deutschem Maschinenbau und alles Möglichen. In der Hinsicht, also als wirtschaftlicher Partner, hat Russland doch gar nicht gestört. Er hat in Deutschland doch bisher gern benutzt. Aber daran merkt man doch auch, dass wenn Russland jetzt also unerträglich angegangen wird, dass es wirklich der ernste Standpunkt von Deutschland ist, dass sich Deutschland nicht bieten lassen will, dass es eine fremde, also die russische Souveränität gibt, die in Europa irgendetwas mitbestimmen kann. Und dass das der Grund ist, warum sie jetzt auf die militärische Aufrüstung gegen Russland setzen. Und da ist es ja dann sogar so, dass im Wirtschaftskrieg Deutschland ja seine Mittel einsetzt und explizit mit dem Verweis darauf, dass es das so gut kann, weil die Wirtschaftsbeziehungen so mit Russland so groß und bedeutend sind und es damit eine ganz entscheidende, schwere Waffe gegen Russland in der Hand hat.
Ich möchte mal was sagen zu den beiden Fragen. Also die Frage ist doch unsinnig mit dem, die schädigt doch ihre eigene Wirtschaft ganz unglaublich, und das kann doch keine politische Rechnung sein. Und das andere ist Deutschland getriebener oder treibender. Es ist ja jetzt manches gesagt worden zu dem, im Sinn von, naja, immerhin demonstrieren sie, dass der Gewinn in der Wirtschaft offensichtlich nicht der letzte Gesichtspunkt ist, der Politik. Das ist jetzt erläutert worden. Ne? Aber der Gedanke ist doch quasi ganz automatisch, oder wie man in der modernen Welt quasi natürlich, man denkt an den kapitalistischen Nutzen. Ja, Industrie, Energiebeschaffung, Markt und so weiter. Denkt man ganz automatisch, und es ist ja auch wahr, das ist ja der Materialismus der Nation. Darum geht's. Wenn die jetzt darauf verzichten, wenn die Schäden daran hinnehmen, richtig bedeutende Schäden, schlimme Schäden, dann drückt sich was aus, nämlich die Sicherheit der kapitalistischen Benutzung anderer Länder hat man bloß durch ihre Herrschung. Insofern rangiert wirklich die Beherrschung vor der Benutzung. Die Benutzung garantieren, das ist die Frage. Wie geht das? Wie macht man das? Und jetzt ist ein kleiner Rückblick. Deutschland hat unglaublich davon profitiert, dass die USA die unüberwindliche Supermacht gewesen sind, ist, die, jetzt kann man mal sagen, der ganzen Welt eine Friedensordnung aufgezwungen hat. Jetzt möchte ich mal zu dem Wort Friedensordnung noch was sagen. Friedensordnung, das klingt so positiv, und da ist ja jetzt auch heute schon viel zu gesagt worden. Friedensordnung klingt als, naja, da anerkennen sich die Staaten untereinander, da verkehren sie zivil und so weiter. Aber jetzt Friedensordnung, das heißt, man muss den Frieden garantieren können. Das heißt, man muss die anderen von der Anwendung von Gewalt, die sie haben, den Staaten sind Gewaltsubjekte, man muss die anderen von der Anwendung ihrer Gewalt abhalten können. Das ist der Begriff von Abschreckung. Frieden in der modernen Welt ist gelungene Abschreckung. Die Fähigkeit, anderen, die Waffen haben, den Gebrauch davon zu verunmöglichen. Das ist auch der letzte Zweck dieses NATO-Vorrückens in Richtung russische Grenze. Die wollten nicht Russland erobern. Die wollten die andere atomare Supermacht so mit Waffen umstellen, dass für sie ein Gebrauch ihrer Waffen nicht in Frage kommt. Und das unterstellt alles schon Gegensätze von Staaten. Das unterstellt, dass es ein Bedürfnis gibt, Waffen anzuwenden, um sich durchzusetzen und die Zwecke eines anderen Staats zu unterbinden. Und jetzt kommen wir eben wieder in die Ära, wo diese Frage, kann man andere Staaten vom Gebrauch ihrer Gewalt abhalten und dadurch, erst dadurch dem Geld die Macht verleihen, dass man mit Geld andere Staaten regieren kann. Diese Frage, kann man die anderen von dem Gebrauch ihrer Macht abhalten, das ist jetzt auf der Tagesordnung, denn die Russen konnte man nicht davon abhalten. Und dann merkt man, dann wird die Frage der Beherrschung wichtiger als die Frage der Benutzung, um deren Willen die ganze Beherrschung stattfindet. Machen wir Schluss an der Stelle. Weil das finde ich ist ja ganz wichtig, den Zusammenhang dazu. Meinen Sie Beherrschung vor Benutzung, dass NATO baut neue koloniale Welt? Nicht kolonial. Aber was ist das? Die NATO darf seine Waffen benutzen? Ja. Und warum die anderen nicht? Das ist doch die Welt. Damit die Regeln gelten, die die NATO-Staaten setzen. Aha. Damit auch die Regeln gelten, wie Recht im Inland. Zwischen Staaten gibt es doch eigentlich nichts Höheres als ihr eigenes Interesse. Bestimmt. Aber das hat die Weltordnung der USA durchgesetzt, dass die Handelsregeln, der Respekt vor dem Eigentum, die Investitionsschutzregeln, dass die gelten noch mehr, höher als das nationale Eigeninteresse der Länder, in denen diese Prinzipien herrschen. So sehr, dass Länder dran kaputt gehen, dass sie das Eigentum anderer respektieren. So, aber wie kann man das sichern? Nur durch überlegene Gewalt. Ja gut, dann muss das auch klappen. Ja.
Jetzt habe ich natürlich wieder so eingegriffen, aber man muss sich klar machen, Europäische Union ist auf den europäischen Raum bezogen, so eine Friedenswaffe. Kommt darauf an, wo ist die Grenze von Europa? In Mongolei, oder? Aserbaidschan, Afghanistan, Irak, wo ist die Grenze? Was ist das für eine Frage? Der Sache nach muss man doch sagen, das Expansionsbedürfnis der, der europäischen Wirtschaft definiert dann schon, wo die europäische Macht hin muss, damit dieses Expansionsbedürfnis auch ein Spielfeld kriegt. Und das geht natürlich Schritt für Schritt. Da ist man nicht gleich in der Mongolei. Da ist man zum Beispiel erstmal, nachdem jetzt Rumänien und Bulgarien und nächstens vielleicht Moldau und Serbien integriert werden, ist man halt an der Grenze zur Ukraine und vielleicht bei Gelegenheit Georgien, aber eben nicht gleich in der Mongolei. Es ist Zug um Zug mit dem Expansionsbedarf des Kapitals. Und warum akzeptieren Sie keine andere Expansion? Ja, weil die sich ausschließen. Das ist genau deswegen, ist kein Krieg. Genau. Ganz einfach. Ist genau der Interessenkonflikt. So ist das. Und Sie unterstützen auch den Krieg, ja? Was für ein Sozialisten sind Sie? Das verstehe ich auch. Ja? Das ist eine sozialistische Partei. Das ist ein Wahnsinn. Ja? Inwiefern? Na, da steht doch auf einem Zettel. Sie sind eine sozialistische Partei. Nein, inwiefern wir den Krieg unterstützen? Da haben Sie doch jetzt was im Auge. Inwiefern? Oh. Dann habe ich gar nichts verstanden. Ja, da haben Sie wirklich. Sie sagen uns nur irgendwelche Zitaten und warten. Was müssen wir tun? Das verstehe ich nicht. Warum sind wir hier? Was wollen Sie von uns? Was wollen Sie uns mitteilen? Wir diskutieren miteinander. Und weiter. Was passiert weiter jetzt? Was ist dann? Schlussrede, nein, oder? Nix. Nix. Schade. Nein, erstmal warum sage ich jetzt nix? Weil das so ist. Und sich jetzt vorzumachen, wie viele Leute sind wir hier? 50? Weiß nicht. Ja. Oh, wir sagen jetzt Krieg stoppen. Ja, sowas wird jetzt erwartet. Wir sagen jetzt aufhören, Schluss mit dem Krieg. Ja, merkt man, sofort fällt dir ein, geht ja gar nicht. Wieso? Ja, aber das Urteil war doch ein ganz anderes, nicht? Man demonstriert nicht gegen den Krieg, sondern man ist für den Krieg. Deswegen verstehe ich jetzt den Beitrag gar nicht. Wessen Beitrag verstehst du nicht? Ich verstehe das deutsche Interesse gar nicht in diesem Krieg. Der Vortrag ist einer, der sich für den Krieg ausspricht. Nein, ja. Weil er sagt, wer nichts dagegen tut, ist dafür. Ja. Oder? So haben sie doch gedacht. Ja. Weil wir nicht gegen den hier Stopp den Krieg aufrufen, sind wir halt Mitmacher damit für den Krieg. So habe ich sie. Ihre Beiträge nicht, gar nicht verstanden. Sie sagen nur irgendwelche Zitaten und was kommt dafür? Nein, wenn ich. Was der Sinn der Zitate war. Um überhaupt sich mal klar zu machen, eben gegen die Behauptung, die ja auch, wo sie auch zugestimmt haben, wo gesagt wird, auch von Linken, Deutschland ist hier getrieben, wollte ich an diesen Zitaten zeigen, nein, Deutschland hat eine eigene Agenda, Deutschland hat einen eigenen Grund, in der Ukraine, in dieser Metzelei mitzumachen, und die Ukraine mit Waffen auszustatten. Da gibt es einen eigenen deutschen Kriegsgrund. Und den hat sie dann erläutern wollen. Und da, jetzt kurz gefasst, der liegt in Europa, in diesem deutschen Projekt. Die Deutschen machen den Übergang
von dem, dass sie sagen, Europa heißt allemal, dass wir über das, also die EU, nicht wir, wie wir hier sitzen, sondern die EU, die Staaten und Deutschland an deren Spitze über das europäische Umfeld bestimmen. Ich will nur einen Satz jetzt noch fertig machen, weil Sie haben ja gefragt, was wollten wir eigentlich sagen? Und wenn Sie jetzt sagen, jetzt kommt wieder Frankreich, dann weiß man wieder gar nicht, was gesagt werden sollte. Das ist das Projekt überhaupt der EU. Zu sagen, das ist unser Umfeld, das ist unsere, wo unsere Regeln gelten und die setzen wir durch. Gegen Russland und da hat Russland nicht mitzureden. Und der Übergang jetzt ist, diese Regeln kann man nur durchsetzen, wenn man Russland als Macht klein macht. Wenn die EU selber unter der Führung Deutschland aufwächst zu einem Kaliber, der auch so einer Macht wie Russland militärisch das Wasser reichen kann. Das ist der Übergang, den wir erleben und dafür ist der Ukraine-Krieg ein Beitrag. Jetzt ganz klare Worte. Dankeschön. Also was mir ein bisschen fehlt, ist die Rolle der EU. Weil wir sagen jetzt, also das Thema des Abends ist, was will Deutschland mit diesem Krieg oder was hat Deutschland Interesse an diesem Krieg? Aber Deutschland ist doch eingebunden in die EU. Ja, und zu sagen, Deutschland hat militärische Vormarsch in Europa, ist Quatsch. Stimmt nicht. Das ist nichts. Genau zu dem Punkt, wo ich jetzt eigentlich komme. In Europa, das ist total historisch, das ist so eine Chimäre, zu sagen, Deutschland würde es anstreben. Wozu denn? Die EU reicht doch, um die ganzen Kapitalinteressen durchzusetzen. Deutschland braucht es schon lange, der Vormarschstellung anzufallen. Militärisch hat es eh nicht, weil Frankreich Atomwaffen, alles Mögliche. Dann ist Frankreich die militärische Vormacht unstrittig, ganz klar. Und das wird Deutschland auch nie anfallen. Ich meine, sie sind jetzt gerade aus Afghanistan rausgeflogen. Es ist ja Käse zu sagen, Deutschland weiß in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten 10, 20 Jahren an. Naja, es meine, ist halt das, so, das, was ich brauche doch gar nicht erschlossen zu werden, weil das ja. ist doch überhaupt nicht der Inhalt der Zeitenwende, dass die Ampelregierung dass ihr 100-Milliarden-Paket mit dem Auftrag in die Welt gebracht hat, das haben wir explizit als Programm aufgelegt, nämlich um europäische militärische Führungsmacht zu werden. Ja, das muss ja, das ist eine andere Frage. Es sind zwei Fragen, ob Sie das wollen oder was Sie dann davon haben. Das kann man nicht alles, man kann nicht das eine dann mit dem anderen bestreiten. Erst einmal, das ist das Programm, das ist auf die Tagesordnung gesetzt worden und das muss man auch gelten lassen, wenn der ökonomisch größte Staat Europas 2% in die Rüstung steckt und alle anderen auch 2% in die Rüstung stecken. Wer hat dann die größte Armee? Ja, aber jetzt muss man doch erstmal das zur Kenntnis nehmen. Sie sagen, Frankreich ist doch auch eine Macht. Wenn jetzt aber doch der Kanzler explizit sagt, Deutschland soll zur größten militärischen Macht in Europa werden. Damit kündigt doch der Kanzler ein Arrangement mit Frankreich. Und da kann man sich ja jetzt noch Gedanken machen, warum. Und das sollte ja auch unser letzter Punkt werden, auf den wir gehen wollen. Aber nicht gut finde ich es eigentlich zu sagen, das ist alles Quatsch, das stimmt nicht, wo die deutschen Politiker das selber erklären, dass sie genau das auf die Tagesordnung setzen wollen. Warum tun sie denn das nicht? Warum ist denn Frankreich so verstimmt, dass sich Deutschland nicht auf die Verteidigungsinitiative einlässt und sich mit Frankreich zusammen die militärische Präsenz in Europa teilt? Warum ist denn Deutschland so explizit darauf aus, dass sie sich jetzt neue Kampfjets zulegen, die atomkriegswaffenfähig sind, dass sie die tragen können und dass sie die nicht von den Franzosen wollen, sondern von den Amerikanern. Das habe ich mir doch nicht alles ausgedacht und erfunden. Das sind doch alles Initiativen von der deutschen Politik.
nach der einen Seite Macron abtropfen zu lassen, was zu einer ziemlichen Verschnupfung im deutsch-französischen Verhältnis geführt hat, und auf der anderen Seite sich jetzt anlässlich von dem Ukraine-Krieg in der NATO und zusammen mit den USA eine atomare Bewaffnung, zwar in einem geringen Umfang, aber in dem Umfang an Zugriff auf die atomare Teilhabe zu bekommen und auf dem konventionellen Feld das Projekt anzugehen, die größte Militärmacht zu werden. Das ist doch der Inhalt der Zeitenwende. Ja, was soll das bringen? Was soll es bringen, die größte Militärmacht in Europa zu sein? Was hat Deutschland davon? Ja, und ich denke, mit dem, was soll das bringen, da muss man an den Beitrag von hinten aus der Seite anknüpfen, dass das, was eine ökonomische Ordnung ist, eine geregelte Angelegenheit ist. Wir können da heute Abend leider nicht alles ausführen, und wir haben ja auch einen Zusatztermin nächste Woche ausgemacht, und eigentlich soll es da das Thema sein, was eigentlich die Prinzipien der Weltordnung sind und warum sich die Russen in der so wenig mit der US-amerikanischen Weltordnung, wo die Ökonomie mit eingeschlossen ist, verträgt. Aber jetzt mal nur bezogen auf Europa. In Europa ist doch Deutschland inzwischen längst die ökonomische Führungsmacht. Und wie hat es denn das geschafft? Das hat es damit geschafft, dass Deutschland die potenteste, nach dem Umfang und nach der Qualität eine überlegene kapitalistische Wirtschaft hat. Und es geschafft hat, dass es in der ganzen EU unter den Bedingungen, mit denen die zusammenarbeiten, alle menschlichen und stofflichen Ressourcen von Westeuropa bis Osteuropa als Basis für seinen wachsenden Reichtum zu benutzen. Also, dass sich in der ganzen Verlaufsform von der EU als Gemeinschaftsprojekt Deutschland seinen ökonomischen Erfolg immer gemehrt hat und mit allen Erfolgen nur neue große ökonomische Erfolge auf der einen Seite eingefahren hat und andererseits auf der Basis der ökonomischen Erfolge in der EU auch immer mehr politische Macht bekommen hat, die sie auch einsetzen in allen Fragen, wo es darum geht, wie wird zukünftig die EU erweitert, welche Bedingungen sind da zu setzen. Deutschland hat da eine wirtschaftliche Übermacht erreicht, die es erlauben, dass der nationale Nutzen von den anderen EU-Staaten, von den Partnerstaaten, nur so berücksichtigt wird, wie es überhaupt dem Zweck entspricht, dass die weiter für die deutsche Benutzung in der EU nützlich und nötig erscheinen. Also da, wenn ich da jetzt an was denke, ganz aktuelles Beispiel anlässlich von dem Krieg, die Frage, will Europa zu einem Preis Gas einkaufen und einen Gaspreisdeckel machen, kann sich Deutschland erstmal ganz weitreichend auf Kosten von den armen EU-Staaten durchsetzen, die den Preisdeckel unbedingt haben wollen, aber der Deutschland überhaupt nicht nützlich erscheint, weil sie unbedingt die Energie für ihre Industrie brauchen und auch auf dem Standpunkt stehen, dass sich Deutschland das mit seiner Kreditmacht und seinen potenten Kapitalisten erlauben kann. Und Deutschland setzt in dem Krieg gegen die Ukraine ja auch seine ökonomische Macht ein und macht sich zu einer Speerspitze von dem Wirtschaftskrieg, wo die anderen EU-Partner zum Teil mehr oder weniger dazu genötigt werden, mitzumachen. Und das dockt alles an den, ein bisschen an, an das, was an der Seite benannt worden ist, dass diese ganze ökonomische Ordnung, weil sie geregelt ist, auch die EU-Ordnung, was da am Verhältnis zwischen den Staaten festgelegt ist, an Bedingungen, wie sie mit in Verkehr treten, ist ein Resultat von politischen Entscheidungen. Und da kommt es schwer drauf an, wer die Macht hat, die entscheidende, um die Regelsetzung maßgeblich zu bestimmen. Und da macht Deutschland eben jetzt den Schritt, dass es die innereuropäische Führungsfrage, die ja tatsächlich überhaupt noch nicht geklärt ist, angeht.
Und dieses Arrangement, was Sie angesprochen haben, das die Deutschen mit den Franzosen hatten, wo die Arbeitsteilung war, Deutschland ist die große ökonomische Führungsmacht und arbeitet zusammen in allen Entscheidungen, wie die Europäische Union weiter fortgeführt wird, was für Schritte da zu tun sind, zusammen mit Frankreich, das die atomar militärisch gerüstete Führungsmacht ist. Und wenn jetzt der Scholz ankündigt, dass er im nächsten Jahrzehnt die Bundeswehr zur größten Armee machen will und dabei überhaupt nicht auf die Franzosen blickt und mit denen zusammenarbeiten will, spricht er das zwar nicht direkt aus, aber das ist doch die Ankündigung, dass diese ganze bisher praktizierte Doppelführung aufgekündigt ist. Da tut der Scholz die ökonomischen Erfolge und den ökonomischen Status, den Deutschland schon hat, als Grundlage dafür zu benutzen, dass er auch den Herrschaftswillen in den letzten Fragen, nämlich wer hat zu bestimmen in Europa, auf die Tagesordnung setzt. Und wohin das führt, dazu kann ich nichts sagen, weil das wären ja alles Prognosen in die Zukunft. Aber was die Deutschen jetzt machen mit dieser Zeitenwende-Initiative, hat eben nicht nur die Seite gegen den äußeren Feind Russland, sondern das hat auch die Seite, dass es eine Stoßrichtung hat, auf das die europäische Führungsfrage vorantreiben. Also ich mache jetzt erst noch mal einen Punkt, genau. Das ist doch der Sinn der EU, war doch nach den römischen Verträgen, dass die Nationen in Europa sind zusammengeschlossen und gemeinsam wirtschaftlichen Erfolg haben. Das soll ja auch vorrangig funktionieren. Ja? Und wenn man dann sagt, Deutschland will die Führungsmacht werden, dann mache ich doch gleich so wie die Engländer, Brexit, dann bin ich doch raus. Dann sage ich, naja, brauche ich doch alles mit der Zwischen, wirtschaftlich die potenteste Nation, militärisch will ich mich hochrüsten bis zur atomaren Macht, dann gehe ich doch raus, wofür brauche ich die EU dann noch? Das bräuchte man nicht. Ja, zum Beispiel Moldawien, Serbien, wozu denn? Wozu braucht man die EU? Ich glaube, die Uneinigkeit liegt darin, wie Sie die EU charakterisiert haben. Nämlich, das war doch römische Verträge und Nationen, die sich eben gegenseitig zum Wohle aller zusammentun. Ja? Und man merkt, also erstens mit dem Wohl aller, ja. Es ist nicht lange her, dass ein Staat von den anderen Staaten mit der Alternative entweder du ordnest dich uns unter und rettest den Euro, und Euro retten heißt, du musst auf alles verzichten, was du vom Euro hast. Da wird Staatshaushalt zusammengeschrieben, Volk gnadenlos verarmt und so weiter und so fort. Griechenland, ja. Also das ist nur als eine kleine Klammer. Also wenn das der Zweck der römischen Verträge war, dann ist es gründlich daneben gegangen. Aber egal. Worum wir uns nicht einig sind, ist, und das wollten wir eigentlich am Krieg zeigen, und da war erstmal das Argument, das zeigt, was die EU von Deutschland aus für ein Programm ist. Und da ist dann nicht die Frage, wozu braucht es dann noch die EU? Sondern für Deutschland ist die EU eine Erweiterung ihres Machtbereichs. Eine Erweiterung ihres Machtbereichs, der andere von der politischen Bestimmung erstens über Europa und zweitens um Europa herum ausschließt. Das wollten wir charakterisieren mit, und ich glaube, da fängt es an, man merkt die EU als, ach Gott, kann doch jeder mitmachen. Merkt man ja auch schon. So ist es ja auch wieder nicht. Das merkt, er hat vorhin davon geredet, wer alles aufgenommen werden soll. Ja, die wollen doch schon seit Jahr und Tag aufgenommen werden. Jetzt ist es fällig, wo der Kanzler sagt, ja, bevor andere die uns wegschnappen. Da merkt man doch, wie da kalkuliert wird von wegen, ach Gott, wenn die zu uns kommen, dann geht es denen auch gut. Prima, uns geht es besser, denen geht es besser.
Das ist doch überhaupt nicht die Kalkulation. Das merkt man da richtig dran, sondern wegschnappen. Da geht es um Ansprüche über diese Länder. Das merkt man da dran. Und da meine ich, da liegt die grundsätzliche Differenz, dass Sie die Ausführungen nicht teilen dazu, die man jetzt auch nochmal an Beispielen, also die ich versucht habe, nochmal an Beispielen zu erläutern. Da ist dann auch gar nicht mehr die Frage, wozu es die anderen Staaten braucht, weil die doch gerade die erweiterte Basis deutscher Macht sind, verplant als Mittel deutscher Macht, um überhaupt erstens ökonomisch so dazustehen, wie es dasteht, und zweitens als Bestimmungsmacht gegenüber der Umwelt aufzutreten, der staatlichen. Jetzt bin ich mal wieder ruhig. Die sind die ökonomische Welle der deutschen Macht. Die deutschen Unternehmer investieren dort. Die deutschen Unternehmer verkaufen dort ihre Geräte. Die Gastarbeiter kommen seit Jahrzehnten hierher und werden hier als Arbeitskraft benutzt und bringen das Geld zurück, aber lassen ja Arbeit da, womit etliche Leute reicher werden. Das ist die Quelle für die Macht, mit der Deutschland jetzt sagt, und das muss gefestigt werden, müssen nicht bloß ökonomische Macht, sondern eine politische müssen wir werden. Das Politische heißt, wir müssen aus diesem Reichtum doch endlich einmal ein Argument nach außen machen, dass wir außen sowas darstellen, dass sich andere nichts mehr trauen gegen uns, dass sie auf uns hören. Und mal anders ausgedrückt, weil ich möchte nochmal an unseren Ausgangspunkt, wir erklären uns diesen Krieg und was da Deutschland überhaupt umtreibt. Und der Verlauf dieser Ukraine-Geschichte, das ist doch eine einzige Widerlegung ihrer Idee. Ach Gott, könnte man nicht was zusammen machen und dann ist es doch für alle gut. Ja, ich glaube das ja auch nicht. Also, das hat sich doch falsch verstanden. Ja, das ist das. Also, ich bin jetzt nicht Befürworter der EU oder so. Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Er ist nicht Befürworter der EU. Ach so. Ja, aber es war doch ein Argument von Ihnen. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass es erforderlich ist zu sagen, man muss jetzt unbedingt die militärische Vormachtstellung irgendwo machen. Und die, weil die Vormachtstellung haben, diesen Erfolgsamen, dieser Anspruch, was er hat. Ich meine, was soll dieser Anspruch? Ich bin militärische Vormacht. Das macht erst dann Sinn, wenn ich einen Weltkrieg habe oder keine Ahnung. Das ist so ein total theoretischer Krieg. Das ist so ein total theoretischer Anspruch. Das führt auch zu nichts. Und das kostet ja wahnsinnig Geld. Also militärische Vormachtstellung zu haben, das war für Deutschland eigentlich nie wichtig. Es war doch immer viel einfacher zu sagen, ja, ich lasse das alles sein. Ich stelle mich da als Schutzengel, das war doch immer so, ja, aus den Mädchen, Kleinen und so weiter. Und ja, mehr Land und mehr Land. Und damit meine Good Friends und damit meine wirtschaftlichen Beziehungen weltweit. Und das war auch das erfolgreiche Modell. Und damit haben sie heute eingeholt. Ja, da haben Sie ja völlig recht, dass das erfolgreiche Modell war. Aber auf welcher Basis? Aber doch auf Basis derjenigen, dass die Amerikaner mit ihrem Gewaltmonopol und ihrer Waffengewalt, die sich die Amerikaner zugelegt haben, auch nicht um einen Weltkrieg vom Zaun zu brechen, einfach so, sondern um ihre Ordnung, um die ganze Ordnung des Dollarimperialismus, wo der Dollar der Inbegriff des Reichtums ist, das ist jetzt nur ein Schlagwort, aber es nützt nichts, zu sichern, den ganzen Verkehr zwischen den Staaten, dass die darauf festgelegt sind, Handel zu treiben und nur mit friedlichen Mitteln, dass sie alle Ergebnisse der Konkurrenz hinnehmen, ohne sich dagegen zu wehren und selbstredend immer klar ist, bei wem der Nutzen sich niederschlägt. Das haben die Amerikaner mit ihrer Gewaltordnung geregelt. Und unter der sind die Deutschen in Europa gesegelt. Und jetzt machen die an dem Ukraine-Krieg die Entdeckung, dass das, was sie die ganze Zeit so schön praktiziert haben, für sie eigentlich den Anspruch ausmacht, dass sie das auch aus eigenen Kräften in Europa regeln wollen. Dass sie auch eine solche militärische Macht sein wollen,
die, wie die USA, definieren kann, was sie für unerträglich in ihrem Machtbereich hält und was nicht. Und das kann man für absurd halten, es ist ja auch absurd, aber das ist Ankündigen, so ist es schon. Aber doch, das ist doch eingeordnet in den NATO unter der Ägide der Amerikaner. Das hat sich doch nicht geändert, jedenfalls in absehbarer Zeit. Guck mal, du irgendwie denkst du merkwürdig drüber nach. Du versetzt dich in die Position einer Nation, denkst, was dir da einleuchten könnte, und du streitest, und weil es dir nicht einleuchtet, bestreitest du glaube ich Fakten. Es mag ja also abenteuerlich sein wie nur was, wenn Deutschland sich hinstellt und sagt, es beschließt jetzt mit einem gewaltigen finanziellen Kraftakt den Auftakt dazu, dass es sich zur europäischen militärischen Führungsmacht vorarbeitet. Das beschließen die glatt. Und du bestreitest einfach das Faktum damit, dass du denkst, ach, das bräuchte es doch nicht. Ja, die militärische Führungsmacht Europas in die USA, ist doch Käse zu sagen. Deutschland macht sich dann unabhängig von den USA und ist dann die europäische militärische Führungsmacht. Ich sage ja, ich wollte gerade kennzeichnen, wie du nachdenkst. Du hältst glatt die Ankündigung, die Konkurrenzanstrengung. Das sind doch Konkurrenzanstrengungen. Da ist es gar kein Argument, dass bislang andere Mächte beanspruchen, militärische Führungsmächte zu sein. Du erklärst glatt Fakten, also die großartige Ankündigungen einer Aufnahme einer militärischen Konkurrenz, die erklärst du glatt für nicht existent, bloß weil es dir nicht einleuchtet. Weil du es aus der Position eines Staatsmachers, in dem du dich hinein imaginierst, das nicht nachvollziehen kannst. Also das ist eine unbrauchbare Weise, über die Welt nachzudenken. Es gab mehrfach das Argument, das brauchen die doch gar nicht. Ja. Weil ein Punkt dazu, so wie wir vorhin geredet haben, die Susanne hat es jetzt nochmal richtig erläutert, kann man doch sagen, Deutschland als der Hauptnutznießer der EU hat diese EU mit geborgter Macht aufgebaut. Nämlich mit der amerikanischen. Mit einer, die sie selber gar nicht haben. Und man muss auch mal denken, wenn man in Europa, wenn also die EU sagt, wir machen einen Binnenmarkt, keine Zölle, keine Subventionen, die Nationen autonom regeln, sondern das wird alles zentral vereinbart, welche Sanktionen für welche Branchen erlaubt sind, in welchem Umfang und so weiter, dann heißt es, man schlägt den Mitgliedsländern Konkurrenzmittel aus der Hand. Mittel, mit denen sie den nationalen Nutzen aus dem grenzüberschreitenden Verkehr in Europa für sich sichern, schlägt man ihnen aus der Hand. Hat ja auch Effekte gehabt. Ganze Nationen haben ihre Industrie verloren, weil die potenten Nationen die ganze Industrie bei sich konzentriert haben. Dann werden sie natürlich wieder gebraucht als Niederlassungen und so weiter, will man alles nicht bestreiten. Nur die EU selber, also diese Grenzöffnung, diese Erschließung der ganzen europäischen Nachbarschaft für kapitalistische Benutzung, ist nichts Harmonisches, sondern das ist die Eröffnung einer sehr unbedingten Konkurrenz, in der die Fähigkeiten der Staaten, die Konkurrenz zu moderieren, nämlich zum eigenen Nutzen auch manchmal zu unterbinden, in der diese Fähigkeit ihnen aus der Hand genommen wird. Insofern ist es nichts, wo man sagen kann, na, da macht doch jeder gern mit. Wenn die Nationen gern mitmachen, dann deswegen, weil sie längst in der Situation manövriert worden sind, dass ihre Lebensmittel, also die wirtschaftliche Grundlage ihres nationalen Lebens, dass ihre Lebensmittel längst sowieso nicht mehr in ihrer Hand sind. Sie also angewiesen sind darauf, angebunden zu sein an den großen Markt. Das hat Griechenland erlebt in dieser Zeit, geht ja aus dem Euro raus oder nicht, da haben sie glatt gesagt,
jedes nationale Opfer ist es wert, nicht rausgeschmissen zu werden. So, da hat die Ökonomie noch sich als Macht zur Unterordnung von ganzen Nationen bewährt. Aber alles auf Basis dessen, was vorhin mit Friedensordnung benannt worden ist. Nämlich damit, dass Gewaltanwendung unter den Staaten ausgeschlossen ist. Auf diese Gewaltgrundlage, auf die der europäische Frieden baut und der eine geliehene Macht von Amerika ist, will Europa, die Franzosen übrigens schon die ganze Zeit nicht, aber will jetzt auch Deutschland nicht in alle Ewigkeit bauen. Erstens, weil Amerika ganz eigene Interessen hat und es auch eine Unterordnung einschließt, die den nationalen Egoismus in Europa behindert. Und zweitens, weil Europa selber mit seinem Aufwuchs langsam zu einer Sorte Rivalität mit Amerika sich befähigt, die sich dieser Protektion nicht mehr so sicher sein kann. Ja, das ist Pivot to Asia von war schon bei Obama so, eine Bedrohung für Europa, weil diese Gewaltgarantie gar nicht mehr so gegeben ist. Am Ukraine-Krieg jetzt merkt Europa, merken die Deutschen und nicht nur sie, aber sie halt als die potenteste Macht in Europa, dass sie sich selber gegen andere Einflüsse, Machteinflüsse in Europa behaupten müssen, wenn sie dieses Europa nach ihren Vorgaben fortentwickeln wollen. Und dieses Müssen, das hat tatsächlich was Objektives. Das ist eine Abwehr alles, also des russischen Einflusses auf alle Staaten in Europa. Und es hat einen Moment von Emanzipation gegenüber den Amerikanern. Sowas ist nicht von heute auf morgen fertig. Man kann auch nicht sagen, ja, in welcher Zeitperspektive will man denn von Amerika sich wirklich frei machen? Ja, es ist nicht so schnell zu haben. Aber dass daran gearbeitet wird, darf man nicht damit dementieren, dass man sagt, der Weg ist aber sauweit. Also ich habe noch gedacht, ich möchte mal wieder noch näher an den Ukraine-Krieg, wo man die ganzen Gedanken, die jetzt an der großen Weltordnung abgeredet worden sind, auch noch mal klar machen kann. Das hat ja mal die Idee gegeben, dass es ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine gibt. Also die große Frage, orientiert es sich zu Russland ökonomisch oder orientiert es sich zum Westen ökonomisch? Und da hat die EU gewonnen und es hat das Assoziierungsabkommen mit der EU gegeben. Und da hat doch Russland gelernt, wie das Verhältnis von Ökonomie und Macht ist. Dass man nämlich überhaupt nur mit, wenn man die Bestimmungsmacht über eine Region hat, definieren kann, wo die hingeht. Und genauso gut lernt jetzt Deutschland, sage ich mal, von seinem Standpunkt aus, dass wenn es für seine Ökonomie die Regeln setzen will und sich nicht von anderen dabei stören lassen will, dass es da auch ein anderes Machtkaliber haben muss, als was es bisher hat. Dass also in der Frage der staatlichen Souveränität die politische Durchsetzung auf der allerobersten Ebene steht. Und das Schlusswort, was ich machen wollte, war eigentlich nur noch das Kurze. Wenn man das fragt, warum Deutschland eigentlich das alles will, dass die jetzt auch sich noch diese militärischen Gewaltmittel zulegen und dass sie da auch noch mächtiger werden. Ja, da ist es nichts anderes, als dass das diese Raison von Deutschland ist. Dass Deutschland als imperialistischer Staat mit keiner erreichten Stufe von seinem Reichtum zufrieden ist und auch nicht mit keiner Stufe von der politischen Macht, die ihm aus dem Reichtum erwächst, sondern dass das genau der absurde Zwirkel ist, dass jeder Erfolg, den man erzielt hat in der Konkurrenz, bloß als Ausgangspunkt dafür genommen wird, noch mehr zu wollen. Dass man aus den ökonomischen Erfolgen den Willen und wie es auch ausgeführt worden ist, auch in einem Rahmen eine Notwendigkeit hat, politische Macht, militärische Macht zu kriegen.
Und wenn man die hat und wieder in mehr ökonomische Erfolge umgesetzt hat, dass das alles bloß sich auf einer neuen Stufenleiter fortsetzt. Und dass diese Raison, dass auf keiner Stufe Deutschland sein erreichter Stand ökonomisch und politisch genug ist, dass das der ganze Grund für den Ukraine-Krieg ist, warum die sich daran beteiligen, an der Schlechterei, für die die Leute da unten sterben. Der ganze Grund ist, dass Deutschland ein imperialistisches Aufbruchprojekt hat.